Hä? Danja? Was? Weißt du, wer gerade durch das Portal gekommen ist? Ja. So ein Schwein. Ist durch das Portal zu uns gekommen? Ja. Na großartig, das kann ja jetzt nur Gutes bedeuten. Hä? Was? Hier ist ein fahrender Händler? Ja, mit zwei Lamas. Ja, da kannst du was eintauschen bei dem. Ja, ich weiß, der ist doch voll cool. Smaragde, ja, du musst Smaragde. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser. Und bevor es losgeht, zur kurzen Info. Danja hat heute keine Facecam dabei, sondern nur ihr Gameplay und ihre Stimme. Warum? Weil ich das nicht möchte. Nein, es geht gerade nicht. Und aus dem Grund, also nicht wundern, ihre Facecam wird das ganze Video nicht da sein. Aber ihr Gameplay ganz normal und auch ihre Stimme. Ihr hört mich ganz, ganz toll. Das ist auch das Wichtigste, dass ihr meine Sprüche hört. Ja, also mir wäre lieber, deine Facecam wäre dabei, weil dann, ich sehe das ja sowieso nicht gerade, sondern erst später und ich würde dich nicht hören. Aber ist auch nicht schlimm. So, Leute, die Weltbarriere, also kurze Info, ich war ja in der Höhle in der letzten Folge, ich habe Diamanten gesucht. Wir waren zum ersten Mal, sind wir durch das Portal gegangen und wir haben kläglich versagt. Dementsprechend waren wir vielleicht einfach noch nicht bereit, ne? Falls ihr Kommentare unter das Video geschrieben habt, das haben wir wahrscheinlich noch nicht gelesen, weil wir produzieren das ja auch so ein bisschen vor. Dementsprechend. Danja, ist vielleicht heute mal angesagt, also ich habe beim letzten Mal schon was angekündigt und zwar, Danja, glaube ich, wird es Zeit, wir haben zwar eine Base, aber ich denke, es wird Zeit, dass wir uns Häuser bauen. Das heißt, du dir deins und ich mir meins. Na toll. Ja. Nachdem ich jetzt ein Katzenhaus gebaut habe. Ja, aber das bleibt ja immer noch da. Das Katzenhaus, das kann ja da bleiben, auch die Base bleibt da, die können wir ja gemeinsam nutzen. Aber ich wäre auch dafür, dass wir halt, ich sag mal... Ja, okay. Ich sag mal, ein Haus für uns jeweils bauen, ne, wo wir sagen, hey. Finde ich. Aha. Macht Sinn. Ist das so, ja? Ja, also okay. Geht es heute darum, ein bisschen auch das Haus auszubauen. Aber ich bin jetzt erstmal in diesem Dorf, weil die Weltbarriere hat auch dieses Dorf jetzt freigeschaltet. Ich bin auch unten nicht mehr in der Höhle, da bin ich schon wieder raus, einfach weil ich da keine Diamanten gefunden habe. Und jetzt bin ich in diesem Dorf, um es nochmal zu plündern. Was auf jeden Fall hier interessant ist, ich habe hier auch schon eine Höhle entdeckt. Beziehungsweise eine Mine. Da würde ich vielleicht heute noch kurz reingehen, um zu gucken, ob ich da vielleicht ansatzweise... Sollen die Häuser jetzt in der Nähe von der Base hin oder was? Du kannst das bauen, wo du willst, aber eigentlich macht es ja Sinn, ne, bei der Base was zu bauen. Eigentlich, aber ich überlasse es dir. Kann nicht mehr hier ein Haus zu scheren. Er will die WG auflösen. Das mache ich doch gar nicht. Die WG bleibt doch. Ja, die WG bleibt halt, aber so jeder hat dann so sein Haus. Ist schon okay, ich habe es ja jetzt verstanden. Ist schon okay, es verletzt mich auch nur ein bisschen. Hättest du auch einfach sagen können, dass ich nachts zu laut schnarche oder so. Ja, also... Das wäre schon okay gewesen. Ich hätte damit leben können. Das ist doch nicht mal das Problem, Danja. Ach so. Was ist denn das Problem? Es gibt kein Problem, ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Privatsphäre. Was willst du denn für Privatsphäre? Du bist doch eh nie zu Hause. Ja, genau aus dem Grund. Ich kümmere mich um die Katzen. Ich kümmere mich hier um alles. Ich habe hier hübsch gemacht, ich habe das ausgebaut, ich habe das Katzenhaus gebaut, ich habe den Garten gemacht. Was willst du denn für Privatsphäre? Fass es nicht. Also was mich gerade hier so ein bisschen wundert ist, dass es hier in diesem Dorf überhaupt keine Kiste oder so gibt. Wirklich gar nichts. Das ist jetzt schon etwas komisch. So, Leute, wo baue ich denn jetzt mein Häusle hin, was ich jetzt bauen muss? Weil Kahn gesagt hat, ich muss mir ein Haus bauen und Kahn baut sich dann einfach selber keins in dieser Folge. Ja, doch, doch, ich werde auch anfangen. Aha, ich werde auch anfangen, ich sehe es ja schon, ne? Doch, weil, also, weil beim letzten Mal, das war so eine schlimme Folge, wo einfach gar nichts funktioniert hat. Ja, das lag ja aber nicht daran, dass wir beide kein Haus hatten. Ja, aber damit meine ich was einfach ist das nur, dass denn ich schon wieder für ja, aber dann ja, damit meine ich einfach nur, dass ich jetzt etwas haben möchte, was wir hinbekommen, verstehst du? Und ein Haus bauen, das bekommen wir doch hin. Verstehst du, was ich meine? Ich war sehr erfolgreich in der Hölle. Weiß ich nicht. Kam da gut zurecht. Weiß ich nicht. Ich habe Goldklumpen mitgebracht. Ich habe hier dieses komische Netherquarz mitgebracht. Mich hat keiner angegriffen. Mir ging's ja gut da. Weiß ich nicht. Kannst ja ein Haus bauen. Hält hier keiner auf. Hier ist auch wieder eine Katze. Aber die kann hier im Dorf erstmal bleiben. Weil ich möchte auch erst wieder... Oh, das ist aber eine schöne Katze. Wenn ich mein Haus fertig gebaut habe.
So, und zwar meine ich, dass wir hier irgendwo... Du könntest halt ruhig auch mal ein bisschen Lachs fischen gehen, wenn du eh die ganze Zeit unterwegs bist, ne? Ich bin nicht unterwegs, ich bin im Dorf. Ja, dann wird da ja wohl auch irgendwo eine Wasserquelle sein, oder nicht? Nö. Ist da eine Wasserquelle? Hier gerade nicht, nein. Also hier ist ein Wasserfall, aber das ist keine Wasserquelle wirklich. Ja, wir haben hier ein paar Wasserquellen, aber hier sind keine Fische, Mann. Ja. Natürlich sind da Fische. Nerv mich nicht! Muss nur mal gucken. Ja, die Katzen verhungern alle wegen dir. Mann, ich bin immer noch so traurig, dass ich dieses ganze Knochenmehl nicht mitnehmen konnte. Gar kein Mitleid. Wo hatte ich denn jetzt diese Mine entdeckt? Ja, Leute, also das ist die Folge, in der Khan mich quasi aus unserer Base verbannt. Also hier brauche ich jetzt erstmal nicht rein. Du kannst doch in der Base bleiben. Hat. Hallo, was hast du denn für ein Problem? Ja, ich finde es frech, dass du hier einfach sagst, ich muss hier ausziehen. Finde ich jetzt nicht so ohne frech, Vorwarnung und nix. Und dann sagst du, wir bauen uns in dieser Folge Häuser und dann baust du dir nicht mal ein Haus. Dann bist du irgendwo in einem fremden Dorf unterwegs. Ja, ich schlafe jetzt auch erstmal hier eine Runde. Ja, mach das ruhig. Viel Erfolg. Ja, kannst du bitte auch schlafen? Ich kann es aber auch lassen. Bitte, komm. Was bitte? Kannst du bitte schlafen jetzt? Was willst du denn? Geh damit es wieder Tag ist. Ja, ist ja schön, wenn es da wieder Tag ist. Dann kannst du ja auch mal anfangen, dir ein Haus zu bauen und nicht nur mir damit auf die Nerven gehen mit dieser chlorreichen Idee. Ja, mach ich auch. Ja, mach halt. So, ich komme jetzt erstmal zurück, weil ich glaube, da hinten haben wir jetzt nicht so viel. Ich könnte natürlich jetzt auch hier so ein bisschen langlaufen, aber... ich werde es sein lassen. Ich habe dreimal Roheisen, das gar nicht so gut ist. Weißt du denn schon, was für ein Haus du dir baust? Sage ich dir nicht. Okay, also ich werde mir definitiv ein Wüstenhaus bauen. Ganz klar. Ich könnte natürlich auch einfach im Dorf wohnen bleiben. Ja, Khan, zieh doch einfach in das Dorf ein, genau. Oder du baust das Haus und ich gehe ins Portal. Ja, genau. Damit ich noch ein Gebäude baue, wo dir dann irgendwann mal einfällt, dass das immer noch nicht ausreicht. Das kannst du vergessen, bau dir deine eigene Hütte. Ist mir vollkommen wurscht. Oder du baust dir dein Haus und ich gehe einfach ins Portal. Mach von mir aus, was du willst, Khan. Das ist mir vollkommen egal. So, ich habe auch wieder ganz viel Weizen, das heißt, ich habe auch viel Brot. So, eigentlich wäre ich ja bereit, wieder durch das Portal. Du hast viel Weizen, den ich vorhin eingesammelt habe. Nö, ich habe das durch Heu jetzt gemacht. Ah. Habe ich mir jetzt selber gerade gemacht. Naja, immerhin. Ich habe gar nichts von dir geklaut. Und siehst du, in deinem Haus kannst du auch Sachen von dir lagern. Ja, da kommt ein Antikan-Abwehrsystem drauf in das Haus. Und ich verspreche, ich werde keinen Fuß in dieses Haus einbrechen. Ich werde nicht einbrechen. Ja, ich werde dich auch nicht einladen. Also ich werde mir ein Wüstenhaus definitiv machen hier. Vielleicht sogar mit Pool. Ich weiß es noch nicht. Ich könnte mein Haus auch um das Portal herum bauen. Das wäre natürlich klug, ne? Das ist bestimmt eine richtig, richtig gute Idee. Was ist denn das? Brot. Oh, guck mal, ich habe genau 64 Brot jetzt. Ich glaube, ich guck mal, was wir hier so haben. Oh ja, ich glaube, ich nehme mir das hier. Dann Sand. Und Sand packe ich gleich auch ein bisschen hier hin. Okay, jetzt ein bisschen was da und da hin. Wie sieht's aus, Danja? Was willst du denn jetzt? Ja, wie es bei dir aussieht. Ich baue doch. Okay. Schon ein bisschen aggressiv jetzt die Antwort.
empfinde das schon als sehr aggressiv. So, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier... Dann brauche ich auch ein bisschen Erde, aber... Du baust im Dschungel, ne? Das geht dich überhaupt nichts an, wo ich mein Haus hinbaue. Hallo, Danja. Geh du, weg. Du hast, lass hier mich immer in noch, du hast hier immer noch hier was Goldes. Geh doch wo jetzt ist denn dein weg. Haus? Geh weg. Wo ist denn dein Haus? Hau ab. Hau ab jetzt. Hör auf mich geh zu schlagen. Doch. Du sollst weggehen. Bin ich doch. Gut. Geh doch. Kahn, jetzt geh doch bitte einfach. Das musst du noch sein. Ehrlich, ey. So, ich glaube, ich werde mir mein Haus... Ich baue mal mein Haus hier oben hin. So, dafür brauche ich einmal eine Werkbank. Und dann... Genau, brauche ich hier ein bisschen was davon. So, ich werde es hier oben hinbauen, weil dann habe ich eine gute Aussicht. Also Leute, heute geht es ein bisschen darum, das Feld hier aufzubauen und dann später mein Haus definitiv. Also das ist das Grundstück meines Hauses. Ich werde das jetzt hier alles auf eine Ebene bringen. Hast du mich gerade gefragt, wo mein Haus ist und selber noch gar nicht angefangen? Ich habe jetzt erst angefangen. Hey, warum habe ich denn jetzt auf einmal... Habe ich noch eine Eisenspitzhacke? Hä? Nö, eigentlich nicht. So, also ich werde das nicht weit von unserer Base machen, genau wie bei dir. Aber mein Haus wird natürlich ein bisschen schöner als deins. Ach so. Ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen Platz. So. Das wird so ein richtig luxuriöses Anwesen, sage ich euch, Leute. Ein luxuriöses Anwesen. Das hat diese Wüste noch gar nicht gesehen. Ein luxuriöses Anwesen baut sich der Herr dahin. Naja, dann sind wir ja alle recht gespannt. So, und wenn wir mit dem Haus durch sind, Leute, dann geht es hoffentlich wieder in die Hölle für uns. Dass wir hier mal so schauen. Ich finde, dafür hättest du schon mal kurz den Kreativmodus einschalten können. Nö, das macht man doch nicht. Das ist hier die ganze Zeit Survival. Und dabei bleibt es auch. Mit den Ressourcen, die wir auch haben, ne? Es bleibt hier alles so, wie das hier ist. Jetzt habe ich hier zumindest... Und da wird sich nichts dran rütteln. Bisschen zumindest hier jetzt auch. So, okay. Das reicht definitiv noch nicht an Fläche. Aber ich habe jetzt genügend Sand. So, ich würde ganz gerne hier noch so ein bisschen, genau, da brauchen wir noch ein bisschen. Dann ja, wollen wir kurz ins Bett, dass wieder Tag wird? Ja, können wir. Guck, so ganz harmonisch, das läuft doch. Verstehe gar nicht, warum ja, wir wenn immer... Ja, wenn ich nix sage, dann ist es harmonisch, meinst du? Nö, jetzt so, deine Antwort so, ich verstehe gar nicht, warum du immer so auf Stress aus bist. Weil ich das frech fand. Du findest das also frech, gut. Ja. Okay. Ich werde auch hier eine Treppe, eine Leiter bauen. Hast du dich jetzt mal hingelegt? Sofort. Jetzt. In welchem Bett bist du denn bitte? Was, in welchem Bett ich bin? In meinem? Nicht in der Base. Nee. Wir wohnen ja auch nicht mehr in der Base. Du wolltest ja deine Ruhe haben von mir. Hä, das ist doch nicht meine Base hier. Was willst du denn jetzt von mir? Das ist unsere Base. Ja, was denn? Du wolltest doch deine Ruhe haben. Da bin ich da jetzt nicht mehr gewesen. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, ist okay.
So, dann wollen wir mal hier nach hier oben. Also dafür, dass ich in der, also in der Minecraft-Hölle schon... Na toll, jetzt regnet's. Das, oh, toll, oh, dass ich in der Minecraft-Hölle schon war. Aber wir können noch mal schlafen, wenn du willst. Ja, komm, das machen wir. Ich habe jetzt keine Lust auf dieses Wetter. Man kann nicht schlafen, es regnet nur. Ist kein Gewitter? Nein, es regnet anscheinend nur. Hm, okay, alles klar. Falls es doch gewittert, dann, ja. Können wir ins Bett. Also, wie gesagt, ich mache dieses Haus natürlich so ein bisschen auch als Triumph, dass ich schon in der Minecraft-Hölle war. Ne? Ich habe hier natürlich was mitgebracht. Das soll man auch bemerken. Aber mir gefällt das hier noch nicht so ganz. Aber auch hier wieder, wir haben hier genügend Sand. Stark. Ich denke, wir werden das hier hinbauen. Ich muss das jetzt einmal hier mal kurz ausgraben. Ich denke, so. Ja, hier. Ich werde das auch zweistöckig definitiv machen. Ja, das wird definitiv zweistöckig. So, okay, das haben wir schon mal. Okay, dann brauche ich ein bisschen Holz. Aber halt gleiches Holz, das wäre nicht ganz gut. So. Schnapp ich mir mal das und das und das. Wie sieht's bei dir aus? Gut. Hast du schon deine Wände oder dein Fundament oder so? Ja. Sehr gut, hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Okay. Also, dann... Oh, was will denn der Wüstenzombie jetzt hier? Kuscheln. Ich glaube, es ist auch Nacht. Naja, wollen wir vielleicht schlafen? Ja, es ist Gewitter und so. Komm, wir schlafen jetzt. Ich glaube, es ist auch Nacht. Also okay, Nacht ist es nicht, aber es ist Gewitter. Gewitter! Leg dich doch hin! Ja, mach ich doch. Ich musste doch erst zum Bett. Chill doch mal. Entspannen Sie sich. Ja, entspannen Sie sich. So, Boah, warte, ich möchte eigentlich definitiv hier so eine Leiter hin haben. Tanja, warum so still? Was? Ich bin am Bauen, ich hab zu tun. Du bist ja am Bauen, hä? Ich brauch, davon brauche ich was, genau. Okay, dann schnappen wir uns noch ein bisschen Holz. Weil wir brauchen auch noch eine zweite Etage. So. Das ist jetzt Tropenholz. Ich hoffe, meine Materialienwahl war nicht dumm. Bruchsteinschiefer ist ja genauso gut wie Stein, oder? Eigentlich schon, ja. Wieso? Nur so.
weil ich das schicker finde, weil das so ein bisschen dunkler ist. Ja, ist okay. So, also ich bin mit meinem Haus bisher eigentlich gut zufrieden. Aber es fehlt natürlich ganz viel. Aber es sieht schon mal von der Entfernung, ja, sieht schon mal schön aus. Sieht so aus wie, ja, das Haus eines Königs. Das passt halt natürlich perfekt zu mir. Ja, ja, Bescheidenheit. Schon immer dein Thema gewesen. Mhm. Richtig dann, ja. So. Ich bin aber auch relativ zufrieden mit dem, was ich hier so fabriziere, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das jetzt nicht ganz schlecht. Es wäre definitiv einfacher, wenn man um und am Haus fliegen könnte. Das können wir uns, glaube ich, einig sein. Ich brauche noch davon ein bisschen was, dann passt das. Haben wir eigentlich überhaupt Wolle momentan? Wofür brauchst du denn Wolle? Ja, vielleicht, wenn ich Teppich oder so brauche. Keine Ahnung. Da musst du noch mal ein paar Schafe schlachten. Okay, also hier kommt. Oder du nimmst einfach die Schere, die wir haben. Das geht natürlich auch. Ja, perfekt. Oh. Was machst du denn für ein Haus? Ja, ich mache ein Wüstenhaus, aber natürlich ein sehr modernes wieder. Ja, Wüstenhaus, Wüstenhaus kann ja vieles heißen. Meinst du damit einfach, du baust es aus Sand? Nö, eigentlich nicht im Sand. Okay. Ich bin gespannt. Hat das nicht gereicht, oder was? Anscheinend nicht. Gut, okay. Dann geht es nochmal in den Wald. Ich denke, so 10 Minuten in dieser Folge haben wir noch dann, ja? 10 Minuten? Ja. Reicht nicht. Ja, aber gut, du kannst ja in den weiteren Folgen kannst ja ein bisschen weiterbauen, wenn du möchtest. Okay. Zwischendurch. Aber diese Folge galt ja wirklich jetzt so ein bisschen. Dafür mich aus der Base zu verbannen. Bitte? Dafür unsere WG aufzulösen. Ja, also wir haben unsere WG nicht aufgelöst, sondern wir bauen unser eigenes kleines Dorf dann, ja. Wir bauen unsere Base. Unsere Base ist nicht nur das Haus, sondern wir brauchen auch Häuser, ne, Nachbarschaft. Wenn du das gesagt hättest, es hätte so viel freundlicher geklungen als, ja, ich will meine Privatsphäre, dann ja, bau dir ein eigenes Haus. Ja, also die möchte ich ja auch ein bisschen. Hm. Okay, Danja, wollen wir schlafen? Was? Ja, können wir machen. Okay. Also ich werde, glaube ich, auch noch nicht fertig mit meinem Haus. Aber... Also ein paar Katzen können ja auch nach Hause ziehen. Die müssen ja nicht alle im Katzenhaus bleiben. Aber eigentlich wäre das schon ein bisschen traurig. Wäre schon traurig. Ah, die sollen mal da bleiben. Komm. Ich würde die Katzen jetzt echt nur ungerne trennen, ne? Ja, hast du recht. Bin ich ganz ehrlich. Da muss ich dir recht geben. Ich denke, hier kommt dann... so ein bisschen der Garten hin. Oh, jetzt bin ich so blöd. Ich habe das Glas unten vergessen. Ist aber nicht schlimm. So, hier kommt jetzt wieder 1, 2, 3. Ja, machen wir mal nur 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hä? Danja? Was? Weißt du, wer gerade durch das Portal gekommen ist? Ja.
So ein Schwein. Ist durch das Portal zu uns gekommen? Ja. Na, großartig. Das kann ja jetzt nur Gutes bedeuten. Okay, den bekämpfe ich jetzt aber. Okay, den habe ich jetzt bekämpft. Wo ist denn sein Schwert? Hallo? Ich wollte sein Schwert. Okay, gut, nicht schlimm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit was losgelöst habe, aber durch das Portal sollen die eigentlich nicht kommen. Nee, wäre besser, wenn die da nicht durchkommen würden. Da gebe ich dir recht. Okay. So, ich denke, ja, ich brauche ein bisschen Glas. Also die greifen uns zwar nicht an, aber trotzdem. Ja, hier haben will ich die halt trotzdem nicht, ne? Ist ja nicht, was nachts ist. Ja, ich glaube, ja, stimmt, stimmt. So, sehr gut. Dann wollen wir noch ein bisschen hier hin. Und in der nächsten Folge, Leute, geht es wieder in die Minecraft-Hölle. Und vielleicht kommen wir diesmal ein bisschen weiter. Weil ich Wer das Gefühl, geht in auch der nächsten Folge in die Minecraft-Hölle? Ja, wir. Ich baue mein Haus, jetzt habe ich hier zu tun. Ja, also es ist genauso wie letztens auch, ne? Also auch hier war der Anfang schwer, Leute. Und trotzdem haben wir es geschafft. Oh, perfekt. Damit bin ich schon mal zufrieden. So. So. Hier mache ich aber nur auf. Ah! Dann ja, vorsichtig. Hey, dein Haus sieht ja richtig gut. Was ist los? Was? Dein Haus sieht ja richtig gut aus von hier. Naja. Das haben wir. Ich denke, hier reicht das jetzt auch so. Ja. Okay. So. Wo kriege ich denn Wasser? Ja. Hier auf der anderen Seite ist doch haben wir doch ein Meer. Was fragst du denn da dann, ja? Ein Meer? Ja, hier, da ist doch so ein, also beziehungsweise ein Fluss. So. Ja, da gehe ich nochmal hin, probiere mich da nochmal zu bedienen. Halt auch einfach literally gar nichts zu futtern. Okay, ja gut, dann gucke ich mal nach Wasser. Mach das. Das Ding ist halt, ich brauche halt echt sehr, 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 sehr viel Wasser. Ja, du kannst ja, du brauchst halt ein 4x4-Feld, dann hast du ja unendlich Wasser. Ach, da kann ich unendlich Wasser draus nehmen? Ja, also mach erst ein 2x2-Feld, sorry, also sozusagen, dass du... Ein Viererfeld einfach. Genau, ein Viererfeld hast und dann kannst du, so ein Quadrat, dann kannst du da unendlich immer Wasser rausholen. So, was ist mit dem Wetter momentan los in der Wüste? Keine Ahnung, du... Vielleicht liegt das am Portal. Das kann sogar sein. Boah, das kann sogar sein. Das wäre ja richtig wild. Das ist einfach ganz komische Sachen aus dem Portal rausgeholt. Ich habe anderes Wetter rausgeholt. Irgendwelche Schweine, die da rauskommen und komisches Wetter. Nee, Portal, bleib du mir mal bloß fern.
Holz brauche ich. Ich brauche ganz viel Holz noch. Okay, alles klar. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Hä? Was? Danja! Was denn? Hier ist ein fahrender Händler. Ja, mit zwei Lamas. Ja, da kannst du was eintauschen bei dem. Ja, ich weiß, der ist ja voll cool. Smaragde, ja, du musst Smaragde. Ja, wir haben Smaragde, aber brauchen wir was sonst? Ja. Ja, du kannst ja mal gucken, was er anbietet. Hallo, hast du nur das anzubieten? Okay, also er hat nicht wirklich was anzubieten, außer Schwarzpulver, brauner Farbstoff, schwarzer Farbstoff, Farn, Nautilus-Schale und rosa Tulpe. Also lohnt sich jetzt nicht wirklich. Okay. Also er kann ruhig weiterziehen. Oh, das ist ja schön. Ist ja cool. Hast du das noch nicht gesehen? Nö, ich sehe das zum ersten Mal. Ah, okay. Ich sehe das zum ersten Mal. Ah! Nein! Ja, super. Klasse, Danja. Der hat mein Haus in die Luft gesprengt. Oh ja, ich sehe es. Oh, das ist natürlich gar nicht gut. Das ist natürlich gar nicht gut, Danja. Oh, ich sehe es gerade. Das ist ja ein richtiges Loch hier. Ich könnte natürlich Alter, alles so einsammeln, was du verloren hast. So ein Blöder. Hey, was sagst du? Ich könnte natürlich alles einsammeln, was du da verloren hast. Ja, das wäre jetzt aber schon ein bisschen mies, ne? Ja, nicht nur ein bisschen, sondern voll mies. Der hier einfach komplett mein Haus in die Luft gesprengt. Ich krieg die Krise. Mann, das soll nicht dem sein Ernst, ey. Alles wieder hinstellen. Jetzt mal ehrlich. Okay, so viel war das ja jetzt nicht. Komplett die Wände neu machen hier. Was soll denn sowas? Ich verstehe das nicht, warum Leute sowas machen. Verstehe ich auch nicht. Muss halt aber, auch einfach nicht sein. Aber es sind halt Creeper. Weißt du? Okay, Danja. Ja, was? Mach das noch zu Ende. Ja, jetzt lass mich das zumindest noch zumachen, ey. Bevor du hier schon wieder frühzeitig die Folge beendest. Frühzeitig nicht, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde dabei. Ja, Mann, ich kann ja nichts dafür. Ja, ich ja auch nichts. Aber dein Haus ist schön. Ist zwar ein bisschen viel Stein, aber es ist schön. Ich brauche definitiv noch eine Tür. Nicht, dass da vorne nochmal irgendeiner reinkommt. Sieht aber gut. Oh, ich habe gar nicht dran gedacht. Oh, ich vergesse das immer wieder. Wir hatten ja schon einmal die Nacht. Oh, guck mal, jetzt ist der Händler bei mir geblieben. Oder hat er die Lamas hier gelassen? Nö, der ist noch hier. Wo bist du denn? Hä, der ist nicht mehr da. Ja, der geht auch irgendwann, klar. Hey, warum wäre ich angespuckt? Ich wollte doch nur den Händler befreien. Ihr braucht mich doch jetzt nicht anspucken hier. Ja, jetzt werde ich die ganze Zeit von denen angespuckt. Danke, Lamas. Danke, Lamas, für gar nichts. Oh, hallo. Jetzt hauen die auch nicht mehr ab. Was machst du denn gerade mit den Lamas? Gar nichts. Guck mal, der Händler war im Sand und ich wollte eigentlich nur den Sand wegmachen. Aber anscheinend war das ein Bug oder vielleicht ist er nachts nicht zu sehen. Ich weiß es nicht. Denk gerade drüber nach, wie wir das am besten machen. Aber wenn ich da das Wasser rausnehme, dann kommt doch da nichts mehr rein. Doch, das ist halt diese unendliche Quelle. Das ist keine unendliche Quelle. Doch! Sag, was wollt ihr jetzt hier bei mir? Oh! Jetzt werde ich hier von Lamas die ganze Zeit angespuckt. Bist du sicher, dass das 2x2 ist? Jaha! Aber da, ich tue Wasser da rein und dann nehme ich es wieder raus. Und dann ja, aber du musst überall von links, rechts musst du sozusagen das Wasser, dass das eine Ebene ist. Ach so, also ich muss im Prinzip jetzt viermal das voll machen und dann ist das unendlich oder was? Okay, ich glaube, dann habe ich es begriffen. Wäre ja besser, wenn hier noch irgendwie Wasser noch näher wäre als... Es tut mir leid. Durch die Wüste gucken muss. Können wir vielleicht mal schlafen? Ja, aber ich muss mich um die Lamas hier kümmern. Sorry, es tut mir leid. Was machst du denn jetzt mit den Lamas? Ja, sie leben nicht mehr. Die haben mich aber die ganze Zeit angegriffen.
Also das ist mehr so auch... So, okay, passiert, wir schlafen jetzt, ne? Leute, das war's. Heute haben wir angefangen, unser Haus zu bauen und wir sind auch schon gut weit gekommen. Also die Häuser werden definitiv beim nächsten Mal fertig. Aber ich muss so oder so nochmal in die Minecraft-Hölle, weil ich brauche noch ein paar Blöcke von da. Leute, das war's, nein, Minecraft-Loser. Nein, nein, tschö. Ich kann nicht schlafen, nein. Wieso nicht? Weil hier gerade eine Spinne ist. Ja, dann komm doch einfach hier zur Base. Ja, Leute, okay. Das war's. Tschö. Oh mein Gott, ich hab Spektralfall habe ich bekommen. Oh, wo bist du? Da, so. Dich erwische ich jetzt, pass auf. Oh mein Gott. Also das Problem ist, ich muss halt langsam auch zurückfinden, weil ich habe nichts mehr zu essen. Ja, das wäre schon ein guter Grund, um zurückzukommen. Also ich mach's so, ich baue mich jetzt erstmal ein bisschen runter. Nein! Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser mit Danja. Hallo. Hallo, guten Tag. Beim letzten Mal, also ich schnapp mir jetzt erstmal das Gold, weil ich brauche ein bisschen Gold. Heute möchte ich ja, also ich glaube, Danja, du bleibst hier in der Oberwelt heute, oder? Was hast du in dieser Folge vor? Ja, ich werde hier bleiben und ich werde mein Häuschen weiterbauen, weil Khan mich verbannt hat aus unserer Base. Das stimmt doch gar nicht. Doch, ihr könnt euch die letzte Folge dazu angucken. Da hat er gesagt, dass er Privatsphäre braucht und deshalb einfach nicht mehr mit mir zusammenwohnen möchte hier in diesem Spiel. Dann ja, das stimmt nicht. Weil er mich einfach nicht mehr mag. Das stimmt nicht. Genau, das hat er mir letztes Mal gesagt und deshalb baue ich jetzt mein Haus. Da drüben ist übrigens Khans Haus. Dann ja, das stimmt nicht. Sieht aus wie ein riesengroßer Glaspalast. Das stimmt nicht, das weißt du auch. So, ich muss heute auch in die Hölle wieder, weil ihr seht es schon hier, ich brauche ein bisschen... Man muss da einfach hin. Ich muss da hin. Ja, so, also mein Haus ist eigentlich fast schon, zumindest steht es fast schon. Mhm. Das ist schon mal das... Wichtige. Deines Haus ist auch schon, also ich finde dein Haus auch sehr, sehr schön. Ich muss natürlich auch ein bisschen was für die Landwirtschaft tun, aber das kriegen wir auch noch hin, Leute. Khan muss was für die Landwirtschaft tun. Hast du was zu essen zufällig? Ja, ich habe Brote und Melonen. Brauchst du was? Ja. Du kannst auch mal übers Haus schauen, da ist ja auch wieder ein bisschen was reif, sag ich jetzt mal. Ja, aber ich muss ja bauen. Warte, ich bin hier doch zu deinem, ich bin bei deinem Haus. Okay, ich komme hoch. Guck mal, ich habe mir auch eine Leiter gebaut zur Base. So, hier. Danke, danke, danke. Und hier hast du noch ein paar Melonen. Bitteschön. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. So, dann brauche ich jetzt einmal ein bisschen Glas. Aber ich brauche auch Glasscheiben. So, ich brauche noch eins. Dann gehe ich mal wieder dort ein bisschen weiter. Okay, wer läuft denn hier schon wieder rum? Bist du? Ach, das bist du, okay. Ich wahrscheinlich. Hast du zufällig Gold noch irgendwo? Ich habe doch einen Haufen Goldklumpen aus der Hölle mitgebracht. Was willst du denn jetzt auch mit dem Gold? Weil ich mir kurz ein bisschen, nur ganz bisschen, danke, ein bisschen Rüstung machen wollte, damit ich nicht angegriffen werde. Ich habe ganz viele Goldklumpen mitgebracht, Khan. Nimm dir davon, was du brauchst. Das sind alle in der Base. Okay, ich habe mir jetzt ein paar Goldbarren hier gemacht. Ich denke, ein Helm sollte erstmal ausreichen. Okay, ich habe ein bisschen was zu essen. Ich könnte vielleicht... Das nicht. Ich könnte mir natürlich... Ein Steinschwert, sicher ist sicher.
Hier ist doch safe auch noch irgendwo viel näher Wasser. In Richtung Dschungel ist doch safe noch irgendwo Wasser. Weil ich will nämlich dann mit dem Wasser von hier oben, würde ich dann nämlich ganz gerne meinen Pool befüllen. Hier ist auch irgendwo Wasser in der Nähe. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal. Haben wir eigentlich eine endlose Quelle aus dem gemacht, was bei uns schon ist? Ich glaube, ja. Du kannst doch hier von uns was holen. Ist das eine endlose Quelle? Hast du die voll gemacht? Eigentlich schon. Das hier meinst du? So, ich glaube. Hinterm Haus. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt soweit erstmal ready und werde jetzt wieder durchgehen. Weil ich möchte, wir konnten leider noch, also ich konnte eure Kommentare noch nicht lesen, weil wir am Vorproduzieren sind. Aber ich werde jetzt trotzdem mal hier durchgehen und hoffen. So, ich muss auf jeden Fall in diese Richtung, weil da war auch der Wald, da waren auch die ganzen Knochenblöcke. Ups. Die würde ich halt ganz gerne zumindest mal einsammeln. Um ein bisschen Knochenmehl mitzubringen nach Hause. Aber das ist echt weit weg. Ja, das ist gerade nicht passiert, Leute. Das hat keiner gesehen hier. Ich hab auch kein. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Dass du mir das aber auch nicht sagst, dass wir auf dem Dach, also dass wir hinterm Haus eine unendliche Quelle schon haben. Ja, sorry, ich hab's ein bisschen vergessen. Ist ein bisschen vergessen. So. Ich muss noch einmal kurz zurück. Ich habe mein Schild vergessen. Ich würde ganz gerne ein Schild mitnehmen. Haben wir überhaupt Eisen? Keine Ahnung. Du hast ja damit, hast das, glaube ich, komplett aufgebraucht, damit du dir Sachen machen kannst. Braucht man. Ah, nö, wir haben noch 4 Eisenbarren. Also ein Schild kann ich mir noch machen. Den Rest packe ich hier wieder rein. Oh, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Ich krieg die Krise. Was hast du denn gemacht? Nix. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Okay, dann wollen wir nochmal durch. Ich finde, das Portal ist auch an einer echt schlechten Stelle. Warte kurz, kannst du vielleicht, bevor du durchgehst, können wir da nochmal kurz schlafen, weil es wird jetzt gerade Nacht. Okay, ja, ich komme, warte. Weil ich bin jetzt gerade durchs Portal wieder. Okay, was ist jetzt hier los? Was war das? Ja, egal, dann bleib im Portal. Nö, ich bin wieder da, ich bin wieder da, alles gut. Weil bevor ich jetzt zu weit weg bin, alles gut. Du hast es zum perfekten Zeitpunkt. Oh, ein Magma-Block ist durchgekommen. Ist aber nicht schlimm, ist ein Baby. Also gehen wir jetzt noch mal kurz schlafen, ja? Ja, ich bin jetzt im Bett. Okay. Ich habe jetzt auch schon direkt ein bisschen Blöcke hinzugefügt. Also du kannst natürlich auch, nachdem du das Haus gebaut hast, ein bisschen auf der Oberwelt noch mal schauen, was es denn so Neues gibt. Weil die Welt ist ja jetzt schon ziemlich groß geworden, dann ja. Das stimmt wohl. Ich muss auch wieder zusehen, dass ich irgendwie wieder hier rauskomme, ne? Hier war ja auch der Gas, glaube ich, ne? Guck mal, hier ist jetzt dieses Schwein. Die greifen mich jetzt nicht an. Was, wenn ich den Goldbarren dahin werfe? Also, manchmal ist es so, dass die random halt. Ja, der nimmt Gold an und manchmal schmeißen die auch was rüber. Okay, ich habe jetzt einen Faden bekommen. Okay, ist jetzt nicht so super. Was krieg ich dafür? Von dir? Oh, Eisenklumpen und Kohle. Okay, das ist jetzt. Handelst du jetzt mit denen? Ja, also wenn du den Goldbarren dahin wirfst, dann werfen die dir ab und zu auch random was zu. Okay. Okay, jetzt habe ich. Oh! Hab jetzt so Ziegel bekommen, okay. Kann ich damit schon irgendwas. Oh oh. Oh oh. Ich höre was. Überhaupt nicht gut ist. Ja, aber ich habe sonst kein Gold. Tut mir leid. Also ich glaube, hier kann ich ein bisschen Gold abbauen. Okay, kann ich nicht. Da ist schon wieder dieser Ghast. So heißen die ja, glaube ich, ne?
Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich glaube, ich bin mir... Ja, der hatte uns da gerade angegriffen beim letzten Mal. Oh, okay. Da sind jetzt zwei. Ich meine, ich hatte mich hier unten irgendwo hingebaut, aber... Ja, und er hat mich wieder gesehen. Klasse. Wir machen jetzt folgendes. Wir bauen jetzt mal ein bisschen hier rein. So, ich brauche jetzt erstmal eine elegantere Lösung, um hier auch auf mein Dach hochzukommen. Jetzt überlege ich nur gerade, wie ich das am besten anstelle. Ja. Boah, oh Mann, das war knapp, das war knapp. Willst du nicht angreifen? Ja, ich hab Gold. Ich würde ganz gerne wieder in den Wald, weil da gibt's auch Holz und sowas. Ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Die bewachen das alles hier so gut teilweise. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Auch wenn ich es dann geschafft habe. Eisen gibt es hier auch nicht. Okay, ich muss hier in diese Richtung. Also es scheint irgendwas zu bringen, aber ich weiß nicht, was es bringt, das hier abzubauen. Was baust du denn ab? Das ist dieser Quarz. Ah, okay. Ja, den hatte ich auch schon abgebaut. Davon müssten wir eigentlich recht viel haben. Mhm. Okay, dann baue ich den jetzt erstmal. Stimmt, stimmt. In der einen Truhe waren ganz viele. Eigentlich ganz interessant aus. Ich ganz gerne hier weiter. Ich weiß echt nicht, wie ich zurückfinden soll. Ich bin ganz ehrlich. Ey. Ja, Kahn, das ist die große Preisfrage dann, ne? Weil Holz möchte ich eigentlich auch nicht verbrauchen. Das hier ist halt echt auch ein bisschen unbequem. Ich glaube, hier baue ich mir eine andere Form von Treppe hin. Okay, ich habe wieder ein paar Goldbarren, was gut ist, weil damit kann ich vielleicht wieder handeln und da bekomme ich wieder ein bisschen was. Also ich habe echt viele Eisenklumpen bekommen. Warte, die könnte ich doch eigentlich... Daraus könnte ich doch Eisenbarren machen, oder nicht? Genau, und dadurch könnte ich mir dann gleich wieder... Perfekt. Eine Spitzhacke machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Okay, das haben wir dann schon mal. Nicht weiter rein. Wenn ich das hier alles auch deuten könnte, dann wäre ich vielleicht ein bisschen weiter, aber ich kann das alles hier nicht so deuten. Was willst du denn deuten? Ja, vielleicht in welche Richtung man gehen muss oder so. Ja gut, aber das weißt du halt sonst bei Minecraft auch nicht. Ja, aber du weißt schon, vielleicht, das wäre ja ganz cool gewesen. Wenn man vielleicht so wüsste, okay, ne, also hier in diese Richtung ist das. Wonach man Ausschau halten soll. Genau, so jetzt ist hier einer, den würde ich ganz gerne... Ich ganz gerne ein bisschen Gold geben, hier dir auch. Mhm. Gucken, ob die was zurückgeben. Oh mein Gott. Ich habe Spektralpfeil habe ich bekommen. Was ist das? Frage mich gerade auch. Wäre halt cool, wenn ich... Wenn du das wüsstest. Ich kann mir einen Bogen machen, ja. Ich kann mir einen Bogen machen und den habe ich jetzt auch. Let's go. Mhm. Okay, also ich bin jetzt ein bisschen besser gerüstet tatsächlich. Ich kann vielleicht auch mal okay. Hier und da gegen einen Gast verteidigen. Aber ich komme nicht mehr in den Wald. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Aber ich glaube, ich habe... Oh, ich dachte erst, ich habe wieder Knochenblock gefunden. Aber das ist kein Knochenblock. Wie bin ich denn in diesen Wald gekommen, Mann? Also ich bin schon gefangen hier.
Ach, da. Bist du? Da ist der Wald. Perfekt, da ist der Wald. Sehr gut. Da brauche ich natürlich jetzt aber auch passendes Werkzeug. Ach, Mist, ist kaputt gegangen hier. Dieser Käse. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich zurückfinden werde, aber... Ja, machst du dir denn irgendwas... Stellst du dir denn irgendwas hin? Nö. Natürlich nicht. Ja, da, wo ich jetzt lang gelaufen bin, da war halt die ganze Zeit schon was. Mhm. Oh! Wo bist du? Da, so. Komm jetzt hier, dich erwische ich jetzt, pass auf. Oh mein Gott! Zielübungen hast du erzählt. Achso, ich dachte, ich hätte ihn. Okay, ich habe ihn nach 2 Spektralpfeilen, habe ich ihn. Den Ghast. Hat er jetzt was fallen lassen eigentlich für mich, außer Erfahrungspunkte? Okay, ein bisschen Schwarzpulver, glaube ich. Das war's aber dann auch. Ich glaube, das war's dann auch. Welche? Jetzt macht schon so ein bisschen Spaß, hier unten zu sein. Jetzt, wo es funktioniert, macht es ja natürlich wieder Spaß. Das ist echt also unglaublich. Ja, wo man so ein bisschen jetzt auch gerüstet ist und so. Aber das Problem, was ich vielmehr sehe, ist, ich weiß nicht, wie ich zurückkommen soll. Ja, dabei kann ich dir jetzt nur auch nicht helfen. Also wenn du das nicht vorher geregelt hast, dann ist halt natürlich schwierig. Da kannst du halt finden, was du willst, ne? Bringt uns dann halt nichts. Deshalb haben uns ja die Zuschauer, schlau wie sie sind, geschrieben, dass wir uns einen Weg machen sollen. Ja, du hast ja recht. Wenn nicht mal ich die Recht habe, sind ja immer die Zuschauer, die Recht haben. Aua. Da ist Sand aufs Nischel gefallen hier. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ist da was? Nee. Schade. Hast du ein Bett dabei zufällig? Ich darf hier auch nicht schlafen, Danja. Achso, okay. Hier darf man nicht schlafen. Okay, ich habe jetzt 4 Goldbarren, das heißt, ich kann wieder ein bisschen tauschen. Also das Tauschen macht schon ein bisschen Spaß, muss ich sagen. So. Jetzt finde ich natürlich diese Kreaturen nicht. Okay, was ist das hier unten? Also kann ich, sag dir ehrlich, ich liebe diese kleinen Katzen, aber sie rauben mir hier auch echt den letzten Nerv. Okay, wieso? Weil die ganze Zeit am Miauen sind. Das ist richtig stressig. Okay, es könnte sein... Okay, was höre ich hier schon wieder? Ich verstehe jetzt nicht, warum der jetzt angreift, aber gut. Den habe ich jetzt da gesehen. Ich bin in einem Biom, was mir sehr bekannt vorkommt, aber ich glaube nicht, dass ich beim Portal bin. I don't know. Okay, das sieht schon als ziemlich wild hier aus. So, jetzt vielleicht hier einfach eine Mauer hoch und dann da Leitern dran. Ich glaube, das könnte funktionieren. Okay, hier in dieser Richtung ist gar nichts. Das ist ein richtiger Fail. So, hier kommt man jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen bequemer hoch. Nur bequem runter ist noch so eine Sache. So hier.
Ja, dann könnte man Treppen dran stellen. Das wäre natürlich super. Oder das wäre ja perfekt. Was machst du eigentlich gerade, Kahn? Also ich bin hier einfach ein bisschen unterwegs und schaue, dass ich nicht sterbe. Ja, primär das auf jeden Fall. Ist ja auch ein Ziel. Versuche mich jetzt mal ein bisschen nach oben zu bauen. Auch wenn ich einfach fast gar nicht sehe, aber... Mach das. Das Abbauen funktioniert hier ziemlich gut. Das ist zumindest gut. Aber ich könnte natürlich auch gleich das Problem haben, dass... direkt über mir Lava ist. Und dann habe ich natürlich... ein sehr, sehr großes Problem. Und die Wahrscheinlichkeit hier ist halt sehr, sehr hoch. Also nicht... okay, ich habe einen Trank bekommen. Wasserflasche wirkungslos, klasse. Tipptopp. Aber gut, hier bei Lava kann das natürlich hier und da was bringen. Nein! Da war gerade ein Creeper in meinem Pool. Und ich sage dir, das ist ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal sagen muss. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich aber nicht. Ich muss ganz dringend einen Zaun bauen, damit die mir nicht mehr auf die Nerven gehen. Weil ganz ehrlich, dieser Creeper, der hat jetzt safe meinen kompletten Pool gesprengt. Und das ganze Wasser ist rausgelaufen. Nee, doch nicht. Okay, nochmal. Mann. Also keine Ahnung, wie mein Gebäude dem jetzt gerade standgehalten hat. Aber der Creeper hatte nicht viel Sprengkraft. Also es ist eigentlich nichts großartig kaputt gegangen. Aber ich sehe, ich muss halt hier ganz dringend Verstärkung anbauen. Dass hier keine Creeper reinkommen können. So, jetzt überlege ich gerade, wie ich das am besten mache. Ob ich jetzt hier... Oh, das war unklug. Warum habe ich da jetzt Gold abgebaut? Ist halt leider nicht so richtig, wo der jetzt herkam. Oh, da ist der fahrende Händler wieder. Okay, so, wo sind wir jetzt hier? Ja, keine Ahnung, ob es das hier dann bringt, aber zumindest von vorne kann jetzt hier keiner mehr hin. Ach doch, es ist eigentlich total der Witz. Ja, du kriegst kein Gold von mir, du steckst das immer ein. Nee, für mich hat der fahrende Händler jetzt auch nichts, was super spannend ist, leider. Aber ist ja nicht schlimm. Ich werde jetzt als nächstes mich hier mal um den Boden in meinem Haus kümmern. Den habe ich nämlich noch überhaupt nicht gemacht. Wird aber auch höchste Eisenbahn. Und findest du auch wieder zurück, Kahn? Das ist eine gute Frage dann, ja. Ich weiß es nicht. Ja, du, ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht, Kahn. Dieser Wald hier, ne? Welcher Wald? Wo ich hier gerade bin, der macht mich noch irre. Ja, das ist halt alles Tropenholz. Das ist halt kein Eichenholz, ne? Theoretisch brauche ich Eiche. Doch, das ist doch Eichenholz hier. Sehe ich doch. Das müsste doch gehen. Ich dachte, ich habe ein Portal gehört. Perfekt, das müsste doch passen eigentlich. Ja. Also das Problem ist, ich muss halt langsam auch zurückfinden, weil ich habe nichts mehr zu essen. Ja, das wäre schon ein guter Grund, um zurückzukommen. Also es wäre schon ganz gut, wenn ich jetzt zurückkommen könnte. Gebe ich dir recht. Also ich versuche jetzt mal noch in dieser Folge, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe in den 5 Minuten oder so, zurückzufinden. Ich könnte natürlich auch Folgendes versuchen. Das mache ich vielleicht auch. Weil wir sind definitiv nicht an der Obergrenze angekommen. Dass ich mich jetzt hier nach oben erstmal baue, weil es war definitiv relativ weit oben, das weiß ich noch. Bist du immer noch dort, Kahn? Ja, klar. Ach so, ja, ich weiß ja nicht. Also wenn ich hier raus wäre, dann hättest du das schon mitbekommen. Glaub es mir. Na gut. Okay,
Okay. So. Okay, hier ist so ein kleiner Durchgang. Ich würde den aber, glaube ich, nicht aus Sand bauen, weil Sand ist so instabil. Wenn ich da mal irgendwas anderes mitmache, ist das halt weg. So ein schönes Haus gebaut. Er ist aber noch nicht fertig, ne? Mein Haus? Nee. Meins. Ach, deins. Nee, deins ist auch noch nicht fertig. Ja, ich bin jetzt hier oben angekommen. Das ist blöd. Muss ich mal gucken, wie ich hier jetzt... Also ich bin jetzt definitiv sehr weit oben, aber ich hätte auch gucken sollen, wo die Koordinaten von... Das hättest du wohl machen können, ja. Gebe ich dir recht. Hätte ich einen Screenshot machen können. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Kannst du bitte einmal in das Portal reingehen? Und was machen? Die Koordinaten angucken. So, drück mal kurz F3. Siehst du bei dir so ein... Also wird da viel angezeigt? Bei mir wird gar nichts angezeigt. F3? Ja, wird gar nichts angezeigt. Wie gar nichts? Ach so, warte, jetzt. Ich muss FN F3 drücken. Ja, sehe ich viel, ja. Doch, muss ich in das Portal gehen dafür? Steht da auch XYZ? Ja. Okay, perfekt. Dann geh einmal bitte ins Portal und sag mir gleich, was bei XYZ steht. Weil dann kann ich mir die Koordinaten merken und kann vielleicht... Warte, steht hier vielleicht sogar, wo das Portal ist? Aber ich glaube nicht. Du musst einmal in das Portal rein und dann einfach nur auf F3 drücken. Also in der Hölle, dass ich dann weiß... Ja, habe ich gemacht. Okay, was für Werte hast du da bei XYZ? Ich schick's dir mal. Sag doch einfach! Mann, 8,709. Schick mir ein Bild. Ja, dachte ich mir nämlich, ne? Schick mir ein Bild. Ich hab's ja gesagt. Bevor du das Falsche abliest. Ja, ich hab's ja gesagt, aber... Dann weiß ich zumindestens vielleicht, wo ich hin muss. Bitteschön, ich gehe wieder zurück, ich muss noch Häusle bauen. Okay. Ich will hier nicht in der Hölle rumschmoren. 8,709, 100, dann minus 10. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Also, das ist die Höhe. Ich bin definitiv noch ein bisschen, obwohl so hoch bin ich gar nicht. Und dann muss ich... Ich muss in diese Richtung. Wo war das? Bei 8. Oh, das war bei 8. Und dann... Okay, ich muss in diese Richtung. Okay, das kann was werden. Das wird jetzt dauern. Also vielleicht schaffe ich das in dieser Folge, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wieder zurückzukommen? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, angreifen würde dich ja wahrscheinlich keiner, ne? Ja, ich glaube, ich habe auch nicht genügend. Ja, aber ich kann halt irgendwo hinfallen. Das ist immer das Problem. Das ist natürlich korrekt. Boah, guck zum Beispiel hier. Ich wäre jetzt fast runtergefallen. Aber ja, das ist halt die Schwierigkeit dort, glaube ich. Es ist halt da nicht so, dass du extrem mit den Monstern zu tun hast, sondern eher, dass du halt nirgends runterklatscht. Ja. Boah. Ich müsste eigentlich, wäre es klug, wenn ich wieder runtergehe. Ja, ich mache das anders. Eigentlich muss ich mich ein bisschen runter... Oh, was machst du denn jetzt hier? Wie bist du denn hier hochgekommen? Ja, also ich mach's so, ich baue mich jetzt erstmal ein bisschen runter, weil das macht... Was? Nein! Oh nein, das ist nicht dein Ernst, ne? Du bist beim Runterbauen... Ich versteh's nicht. Warum passiert das? Warum bin ich immer so... Ehrlich, ich bin so unvorsichtig und ich bin genau dort gestorben, wo... Ja, das... So unvorsichtig, ehrlich, das ist so dumm. Ich darf doch nicht einfach noch umbauen. Leute, das war's, komm, ist okay. Ist in Ordnung, das war's. Ich hab's mal wieder nicht hinbekommen. So. Tja. Ja. Ärgerlich tschüss. Sehr. Ja, tschö. Dann ja, ich bleib dabei. Ich bleib auf der Mission. Ich werde auch heute wieder versuchen, in die Hölle zu gehen. Wofür denn? Du weißt doch nicht mal, was du da machen sollst. Okay, Leute, wir gehen rein. Oh! Das war unfair. Was? Das ist nicht dein Ernst, Khan. Ich bin momentan der größte Loser in Minecraft. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser und ich sag, wie es ist. Ich bin momentan der größte Loser in Minecraft. Also, ich hab mich super, also... Ich kann es einfach nicht beschreiben. Leute, guckt euch das mal an. Ich bin wieder bei null. Ich habe zweimal Brot.
Das war's. Sonst habe ich gar nichts. Und ich habe alles verloren. Ich habe Gold verloren. Ich habe alles verloren, was ich eingetauscht habe. Und ich habe auch das Gefühl, das Haus, was ich hier gebaut habe, Danja, das verdiene ich gar nicht mehr. Okay, willst du es abreißen oder was ist jetzt ja deine Mission? Also das war jetzt nicht unbedingt mein Wunsch. Okay. Aber ich werde in dieses Haus, Leute, werde ich definitiv noch nicht einziehen, weil ich... Okay, es ist auch noch nicht fertig, aber ich werde noch nicht einziehen, weil es ist noch nicht fertig, aber ich werde auch sonst nicht einziehen. Aber ich habe es auch nicht verdient. Erzählen. Ich habe es auch einfach nicht verdient, weil, ja. So, ich habe auch mit Tom darüber gesprochen. Tom hat genau das Gleiche gesagt. Er ist verzweifelt, ne, beim Schneiden, weil nach unten baut man sich nicht und er hat natürlich recht, auch nach oben baut man sich nicht in der Hölle von Minecraft. Es ist ziemlich schlimm. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was ich machen soll, Danja. Was du machen sollst? Ja. Ja, wie jetzt, was du machen sollst? Ja, ich bin einfach verzweifelt. Was lässt dich denn jetzt verzweifeln? Was brauchst du denn jetzt von mir? Was willst du denn jetzt? Was soll ich hier machen? Wo? Bei Minecraft? Generell? So komplett? Ja, also... Ja, ich meine damit, ich meine damit einfach nur, weil ich wieder von vorne starten muss. Ja, du weißt doch, wie das funktioniert, das muss ich dir ja nicht erklären, oder? Hast du Holz oder so? Nicht viel, warum? Ich habe mir ja gerade ein Haus gebaut, wie du weißt, wegen dir. Ja, aber ich brauche gerade, ja, alles gut. Ja, dann empfehle ich dir halt, dir Sachen zu holen. Ja, ich mach das. Also Leute. Was soll ich jetzt machen? Danja, ich bleib dabei. Also, ich bleib auf der Mission. Ich werde auch heute wieder versuchen, in die Hölle zu gehen. Okay, alles klar. Viel Spaß. Viel Spaß und Erfolg. Was hast du heute vor? Ich baue mein Haus. Okay, alles klar. Ich muss mich dafür aber mal wieder ausrüsten. Mhm. Kannst du mir dafür vielleicht deine Goldrüstung geben? Ich hab nur eine Hose, Kahn. Ja, kannst du mir die vielleicht geben, damit ich da unten... Willst du mir jetzt gerade echt die Hose da abziehen, bitte, oder was? Bitte. Ist es dein Ernst? Willst du mir jetzt die Hose klauen? Bitte. Kahn, du verlierst die doch eh wieder. Danja, es ist wichtig. Wofür denn? Du weißt doch nicht mal, was du da machen sollst. Hast du dich jetzt mittlerweile mal informiert, was du in der Hölle überhaupt machen kannst? Ja, also ich habe mich ein bisschen informiert. Man kann Ruinen, kann man suchen, man kann die Festung. Und ich würde halt gerne ein bisschen was zurückbringen. Also wenn wir Gold haben, würde ich das halt ganz gerne zurückbringen. Aber ich glaube, wir haben kein Gold mehr, weil ich alles aufgebraucht habe. Ich habe doch einen Haufen Goldklumpen mitgebracht. Wo sind die denn alle hin? Die hatte ich alle eingetauscht. Gegen was hast du die denn eingetauscht? Ja, bei diesen Schweinekreaturen. Warum hast du denn meine Goldklumpen eingetauscht? Weil man dafür OP-Sachen bekommt teilweise. Ja, die du alle wieder verloren hast. Vielleicht hätte ich was machen wollen damit. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Hölle. Schrei mich doch nicht an. Ja, Gott, also jetzt mal ehrlich. Aber warum schreist du mich an? Weil du dich unmöglich verhältst schon wieder. Aber das habe ich doch nicht verdient. Ja, du kannst dich halt auch einfach erstmal normal ausrüsten, damit du dort wieder ordentlich reingehen kannst. Okay, kannst das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Wäre auch mal eine Idee, ne? So, das mache ich jetzt auch. Danke. So, ich habe natürlich die einzigen Eisenbarren, die wir noch haben, habe ich mitgenommen. Natürlich hast du das. Hey, es waren nur 3. Außerdem, ich suche sie auch meistens. Das macht mich überhaupt nicht wütend. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe einen Haufen Eisen mitgebracht. Also, wenn du alles an Eisen verzastert hast, dann hast du sehr viel von meinem Eisen verzastert, was ich eingesammelt habe. Was ich eingesammelt habe, damit wir hier bauen können. So, ich habe das jetzt aufgebraucht. Okay, du gibst mir also deine Goldrüstung nicht? Nein. Bitte! Absolut nicht. Nein, warum soll ich dir die denn geben? Danja, sonst schaffe ich das aber nicht. Das ist the sounds like you problem. Also das, ja, was soll ich dazu sagen, ne? So. Kahn, wenn du mir versprichst, dass du dir einen Weg baust. Versprochen. Du baust dir einen Weg, damit du wieder zurückkommst. Versprochen. Also ein bisschen was habe ich ja schon da. Was hast du da? Also so Weg gebaut und so. Du sollst das so machen, dass du wieder zurückkommst, wenn du die verzauberte goldene Hose auch noch verlierst. Ich mach dich alle, wirklich. Okay. Da habe ich jetzt aber Angst. Das kannst du aber auch haben. Sag dir ehrlich. Sonst reiße ich dein komplettes Haus ab, während du dort bist, wenn du stirbst. Hier, ich schmeiße die Hose runter. Bitte schön, hol sie dir. Wo denn? Wo denn? Ist das dein Ernst? Ich habe sie nicht gesehen, entschuldige. Warum hast du hier so einen schönen Weg?
Weil ich den da hingebaut habe. Kannst du den für mich auch vielleicht machen? Nein, mache ich nicht. Bin nicht deine Hausfrau. Kannst du machen. Kannst du selber machen. Hast viel Erfolg. Ja, aber ich muss ja jetzt nach unten. Ja, das ist jetzt, du musst überhaupt nichts. Das ist jetzt nicht mein Problem, dass du dir das selbst aufbürgst, dass du sinnloserweise schon wieder darunter gurkst. Okay, ich nehme mir nicht zu viel Essen mit, weil das zwingt mich eigentlich auch dazu, wieder runterzukommen. Boah, ich brauche eigentlich ein Schild. Ich wünschte, mich würde auch irgendwas dazu zwingen, wieder runterzukommen. Also ich brauche ja eigentlich ein Schild. Also muss ich vielleicht einmal noch mal kurz. Okay, ich muss einmal, muss ich noch mal runter. Weil mach das. Brauch Eisen und vielleicht finde ich auch Gold. Und dann geht es wieder durch das Portal heute, Leute. Und diesmal versprochen, bringe ich was zurück. Ich werde überleben. Bin ich ja echt sehr massiv gespannt drauf. Ja, das werde ich schaffen. Bring mir so ein paar Glitzersachen mit, bitte. Ja. Also wie gesagt, das, was die Kreaturen da teilweise hinterlassen, das ist manchmal schon echt krass gewesen. Aber ich muss vielleicht Step by Step ein bisschen gehen. Also ein bisschen was einsammeln und dann wieder zurück. Wäre vielleicht eine Idee, wa? Also Gold könnte ich rein theoretisch auch da abbauen, in der Unterwelt. Aber nimm jetzt hier nicht unendlich viel Stuff mit, ne? Nein, ich nehme nur das mit, was ich brauche. Ich nehme ein paar Blöcke mit zum Bauen. Sonst nur Werkzeuge, ein bisschen was zu essen, Werkbank und ein Ofen. Ob ich die brauche, weiß ich nicht, aber ich nehme sie einfach mit, falls was kommt. Okay? So, ich kann mich jetzt eigentlich ja... Oh Gott, ja, das war knapp mal wieder. Ja, wir haben es gerade gesagt, hier nicht runterbauen, aber ich glaube, das ist die Wand, da kann ich mich runterbauen. Okay, ich bin mir jetzt relativ unsicher. Oh oh. Was? Nö, alles gut. Hey! Hä, von wo denn? Wo werde ich denn beschossen die ganze Zeit? Ist nicht dein Ernst. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt rein. Er geht rein. Ich werde jetzt Gold da finden. Dania, ja. Ist es dunkel. Wollen wir schlafen eigentlich gleich? Ich denke, du bist in der Dings. Ja, ich komme jetzt zurück gerade. Ich bin noch nicht im Portal. Ja, warte. Ja, ich bin gerade beschäftigt, warte. Ja, es dauert auch ein paar Sekunden noch, bis ich da bin. Hast du eigentlich noch ein bisschen was zu essen? Warum? Bisschen, ja. Könnte ein bisschen was mitnehmen vielleicht. Könntest du das? Ja. Und diesmal wirklich versprochen, ich werde nicht sterben. Ich weiß jetzt nicht, woher du dieses Versprechen nehmen willst, Karl, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich verspreche es. Ich verspreche es auch. Manchmal verspreche ich mich auch, Karl. Und versprochen wird nicht gebrochen. Genau so wird das auch ablaufen. Sehe ich schon. Das sehe ich schon. Ach, Leute, ey. Fertig machst du mich. Fertig. Hier nicht irgendwie so eine Tür, die man von oben, da gibt's doch solche Türen, oder? Dania, ich bin jetzt in der Base. Aha. Kommst du jetzt einmal? Ja, ja. Komm jetzt. Jetzt warte doch. Jetzt komm schon.
ist die ganze Zeit, glaube ich, dieser fahrende Händler. Ich höre die ganze Zeit dieses... Ja, aber jetzt kannst du bitte ins Bett. Was ist denn mit dir? Warum bist du denn jetzt so gestresst? Okay, dann nicht. Dann gehe ich jetzt rein. Ich gehe doch jetzt ins Bett. Was willst du denn jetzt? Mann, ey. Entspannen Sie sich mal ein bisschen. Du kannst auch ein bisschen die Welt mal erforschen. Die ist jetzt schon ziemlich groß mittlerweile. Hast du ein bisschen was zu essen für mich? Aber warte, guck mal, wir haben hier noch den Lachs. Den schnapp ich mir am besten auch mal. Hier. Du nimmst nicht den Lachs, der ist für die Katzen. Hier ist Brot. Ich hab dir Brot hingeschmissen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ein Brot? Ach so, warte, ich wollte dir 5 geben. Hier, so. Okay, versprochen, ich hol für die Katzen 9 Lachs. Ja, ich will's schon, mit Sicherheit. Wie oft hast du das schon gesagt und hast es nicht gemacht, Karl? Jedes Mal? Ja, aber diesmal werde ich es machen, versprochen. Ach so, diesmal ist ganz anders. Diesmal ist ganz anders als all die anderen Male, wo du es versprochen hast, ne? So, das. Ich glaube, Kohle brauchen wir eigentlich auch nicht, aber ich nehme sicherheitshalber mal mit. Okay, Leute, es geht wieder rein in die Hölle von Minecraft. Großartig. Und diesmal schaffen wir es. Sehr gut. Kann ich eigentlich den Zaun hier auch wegmachen? Kann ich den woanders hinstellen? Okay, es ist auch direkt ein Skelett. Ich glaube, das ist durch das Portal gegangen gerade. Ich glaube, ich gehe auch gleich durchs Portal. Ah, das ist gut, weil ich habe was vergessen. Ich muss nochmal zurück, ich habe was vergessen. Was hast du denn vergessen? Ich wollte einen Bogen noch mitnehmen. Wen willst du mit dem Bogen angreifen? Ja, da kann ich schon ein paar Leute angreifen. Leute? Ja. Aber die greifen dich doch nicht an. Ja, aber wenn ich angegriffen werde und wenn ich dann wieder so Pfeile bekomme, die kann ich dann ja nur mit einem Bogen benutzen. Ja. Okay. Leute, wir gehen rein. Er geht rein. So, wo sind wir? Okay. So, ich habe mir die Koordinaten auch aufgeschrieben. Könnte ja mal vielleicht auch in diese Richtung gehen. Ja, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Weil ich glaube, hier gab es relativ viel Gold. Also würde ich das... Ja, stark. Ja, da unten war Gold. Das muss ich mir jetzt erstmal schnappen. So, ich glaube, dass ich jetzt hier so weit das Grundgerüst von meinem Haus, würde ich sagen, steht auf jeden Fall. Das heißt, ich muss es noch einrichten. Das würde ich natürlich auch gerne tun. Dafür brauche ich allerdings ja noch ein paar Sachen. Und ich glaube, ich kann noch nicht so super viel bauen. Nicht so ein Schild. Okay, Leute. Oh! Ja, das war knapp. So, wo sind denn jetzt diese Schweinekreaturen? Hä, wo sind die denn alle? Das sind die Schweinezombies. Ah, da unten. Oh, ich glaube, der gibt mir nichts zurück. Oder? Doch. Ich glaube, der gibt mir was so. Oh, ja. Ich habe wieder Pfeile. Sehr gut. Sehr gut. Genau das brauche ich auch. Und weinender Obsidian. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich könnte jetzt natürlich noch hier gucken, ob wir weiteres Gold haben. Aber das ist ein bisschen gefährlich, weil... Ich könnte hier auch angegriffen werden. Bei mir ist hier gerade richtig schöner Regen. Ja. Also ich bin jetzt noch ganz nah. Aber ich würde ganz gerne vielleicht hier und da noch Gold einsammeln. Das wäre halt ganz gut. Ja, da oben zum Beispiel. Und hier. Und dann komme ich, versprochen, komme ich zurück. Weißt du denn gerade überhaupt, wie du zurückkommst? Ja, ich bin ganz nah beim Portal. Also ich bin nicht weit weg vom Portal. Ich habe mir auch die Koordinaten aufgeschrieben fürs Portal.
dass ich ganz genau auch wieder zurückkomme. Ich guck mal, ob hier Schweinekreaturen sind. Nö, sind sie nicht. Das ist gut. Okay, weil wir haben jetzt 43 davon. Das ist gut. Ja. Müssen ein bisschen vorsichtig sein und schauen, ob hier jemand ist. Sieht nicht danach aus. Dementsprechend schaue ich nach Gold. Und das sieht gerade ganz gut aus, Leute. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich baue das noch ab. Und dann gehe ich Richtung... Oh, nö. Boah. Was? Nö, hier ist wieder so ein Ghast. Ach so. Okay, alles klar. Also ich habe ganz viele Goldklumpen, was schon mal gut ist. Und jetzt muss ich eigentlich nur... Oh, ja, genau. Bist du tot? Ich habe das nicht. Ich habe diesmal wirklich nicht viel falsch gemacht, aber ich werde wieder angegriffen. Ich habe nicht viel falsch gemacht. Ach, hey. Ich habe nicht viel falsch gemacht, das ist auch einfach so eine Aussage, ne? So. Okay. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Stein hier und dann mache ich mal einen Ofen noch. Okay. Ja. Ich muss da lang. Ah ja, eine Truhe brauche ich auf jeden Fall. Am besten noch eine doppelte. Sieht echt sehr, sehr mau aus an der Holzfront bei uns. Und warum ist das so? Weil ich nicht mehr hier ständig Sachen suche, damit Kahn sie verlieren gehen kann. Warum ist das so? Okay, tatsächlich habe ich es jetzt mal geschafft, zurückzukommen, ohne zu sterben. Und ich habe sogar ein paar Sachen eingesammelt, was ziemlich gut ist. Gold zum Beispiel? Ja, also Goldklumpen in dem Fall, aber die kann man halt zu Gold dann verarbeiten. Was sehr gut ist. So, ich bin zurück, oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es immer noch. Nur 9 Stück, okay. Okay, ich schau mal gerade. Diese Pfeile, die brauche ich noch. Das kann ich hier lassen. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal rein. Weil ich jetzt... Oh, weswegen bin ich denn überhaupt zurückgekommen? Ich hätte gar nicht zurückkommen müssen, fällt mir auf. Ja, das war jetzt... muss ich hier bleiben zum Schlafen oder kann ich wieder rein? Du kannst von mir aus wieder reingehen, wenn du möchtest. Okay, alles klar. Was machst du denn die ganze Zeit eigentlich? Ich baue an meinem Haus. Okay, alles klar. So, ich habe ein paar Goldbarren. Ich werde jetzt mal in die andere Richtung gehen. Aber ich brauche definitiv... Ja. Oh, guck mal, hier ist ja auch Gold. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir werden diesmal hier lang gehen, Leute. Ehrlicherweise habe ich jetzt auch nicht so viel wichtiges Zeug, was ich verlieren könnte. Doch, du hast meine Goldhose an, meine verzauberte. Wo ich dir echt dankbar wäre, wenn du die nicht verlieren würdest.
Wie kann man ein Bücherregal bauen? Hier ist es. Ah, da brauche ich mehr Holz. Ach. Okay, greifen die mich hier an? Ich hoffe nicht. In Ruhe lassen. Okay, das war keine gute Idee. Ich habe langsam ein Problem, weil ich nicht mehr genug Holz habe. Das ist ein bisschen doof. Okay. Aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ja hier direkt im Jungle, das bedeutet, ich gehe jetzt einfach ein bisschen Holz sammeln. Ich bin so blöd. Warum mache ich es immer wieder? Warum mache ich es immer wieder? Wir fragen es uns alle, Kahn. Ist schon wieder Mist gebaut, oder was? Nö, das nicht unbedingt, aber... Sollte ich eigentlich hinbekommen. Was habe ich da drauf? Also, es ist hier alles echt verwinkelt, muss ich sagen. Aber ich möchte hier jetzt echt mal eine Festung oder so eine Ruine finden. Ich würde das auch schön finden, wenn du das finden würdest. Einfach für unser Storytelling auch, weißt du? Ja, darum geht's mir. Ich möchte auch, dass ein bisschen was passiert bei dem Minecraft-Loser. Willst du etwa sagen, dass hier meine wundervolle Einrichtung meines grandiosen Anwesens hier nichts ist? Ja, das jetzt nicht. Aber finde ich ja jetzt echt ein bisschen anmaßend. Also ich sehe hier sehr viel Lava, aber ich würde gerne ein bisschen was anderes auch sehen. Das Girl tut es schon wieder und ist auf dem Weg in den Wald. Oh! Das war unfair. Was?! Das ist nicht dein Ernst, Kahn. Aber das war voll... Mann, guck mal, da waren Magma-Würfel. So, ich bin vor dem abgehauen, dass er mich erwischt hat. Das war jetzt echt ein bisschen... Das war jetzt random. Was war das? Okay, alles klar, Leute. Ich hab's verstanden. Ich war jetzt zum zweiten Mal in der Hölle und ich hab's zum zweiten Mal nicht hinbekommen. Ich habe es verstanden. Ja. Ich werde mich gedulden. Ich werde mich perfekt ausrüsten in der Oberwelt. Und erst dann werde ich hier wieder reingehen. Okay? So, das war's für mich. Daniel, bist du soweit? Mit was? Ja, das hier zu beenden heute... Ja, ich bin nie so weit, das zu beenden kann. Das weißt du aber eigentlich auch. Okay, ich schaue mir zum Abschluss trotzdem jetzt noch mal Danias Haus an und ich krieg's einfach nicht hin, Leute. Es bleibt ein ewiger Kampf. Ich schaue mir mal dein Haus an. Mhm. Oh ja, das ist schönes Wetter. Hast du schon die Werfer hier? Ja, die hast du einfach hier gepackt, aber machen die was? Nö. Nee, noch nicht. Werden wir aber sehen, ob die noch aktiviert werden oder nicht. Oh, hier sind auch Skelette bei dir vorm Haus. Oh, das hast du aber schön gemacht. Sag mal, was soll diese Truhe hier? Welche Truhe? Was, du hast was von mir zu verbergen, glaube ich. Nein. Doch. Ich hab gar nichts von dir zu verbergen. Das ist Leute, einfach meine Truhe mit meinem okay, Stuff ist zum okay, Bauen. Ist okay, Daniel, ist okay. Leute, das war's, Minecraft Loser. Ich hab's ein zweites Mal versucht und ich lasse es sein. Ich werde mich definitiv in dieser Oberwelt richtig ausrüsten. Und erst dann, wirklich, erst dann, Leute, werde ich mich trauen, nach unten zu gehen und nicht alles zu verlieren. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Sehr gut. Danja! Was? Du hast mich die ganze Zeit geschlagen. Ich hab dich geschlagen, es tut mir leid. Ja, ich hab voll viel Leben verloren.
Oh nein, I'm sorry, es tut mir ist leid. Ist schlimm, ist nicht schlimm. Wir haben es geschafft. Also es waren ja zwei Pillager und die waren die ganze Zeit hier. Aber was wollten die? Was haben die hier, warum haben die hier gestanden, ist jetzt die Frage. Sollen wir hier mal graben oder mal hochgehen? Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser. Und das natürlich mit Danja. Und bevor ich auf die letzte Folge eingehe, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, und es ist ganz traurig und es war auch mein Fehler, ganz kurz zur Info, morgen kommt keine Minecraft-Loser-Folge, da kommt eine Compilation von Folge 6 bis 10 und dafür kommt morgen eine Minecraft-Folge mit Tom. Keine Minecraft-Loser-Folge, aber Überlebensmodus mit Tom, also um 10 Uhr da am besten auch mal reinschauen. Und mit Minecraft Loser geht es dann am Montag ganz normal weiter. So, und dann auch wieder täglich. Diese Woche liegt das einfach ein bisschen daran, dass ich nicht so viel Zeit habe. Und wir dementsprechend es nicht schaffen, noch eine weitere Minecraft Loser Folge aufzunehmen. Bis auf diese hier. Das ist der Abschluss der Woche. Und dann ja, ich muss eins sagen. Es tut mir leid. Das will ich auch hoffen, dass dir das leid tut. Und ich hoffe, du hast schlecht geschlafen deswegen. Ja, habe ich auch. Weil ich hatte so viel Wichtiges und ich habe es verloren. Und aus diesem Grund, dann ja, widme ich diese Minecraft-Loser-Folge heute dir. Heute muss ich 24 mir. Stunden das machen, was du mir sagst. Okay, geh mir mal bitte Holz sammeln. Alles klar. So, heute... Oh, wie toll! Weil beim letzten Mal, ich habe auf eigene Faust viel versucht bei Minecraft-Loser. Oh, 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 Danja, wir haben ein Problem. Was ist denn das Problem? Wir haben ein Riesenproblem. Es tut mir leid. Also, ich werde alles machen, was du willst, aber kannst du mir einmal kurz folgen? Ja. Also... Auf jeden Fall ist hier schon mal ein Skelett, aber das ist gar nicht unser Problem hier, sondern wir haben ein ganz anderes Problem. Komm mal mit. Was ist das Problem? Komm mal mit kurz. Siehst du die Herrschaften da im Dschungel? Wen? Hier, komm mal mit. Oh. Ja. Das sind Pillager. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Wir haben Plünderer bei uns zu Hause. Leute, was machen die denn jetzt auf einmal bei uns? Vor allem die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Okay, also Danja, plündern die jetzt mein Haus? Also eigentlich, ich wäre jetzt dafür, wir verschieben die Folge auf das nächste Mal. Ja, wir müssen die Pillager jagen, ja. Da gebe ich dir recht. Okay, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns erstmal ein bisschen ausrüsten. Ausrüsten. Komm mal mit, wir gehen in die Base. Okay, alles klar. Haben wir noch Schwerter oder so Axt? Nein, das hast du leider alles verloren, wir haben Stein. Okay, sehr gut. Ich gehe mal ein bisschen was bauen. Deshalb meinte ich auch gerade zu dir, du sollst Holz holen, weil wir davon halt einfach nichts mehr haben. Okay, ich gehe vielleicht in diese Richtung und Holz abbauen. Ich hoffe, die Plünderer sind gerade nicht hier. Ich gehe uns mal ein paar Steinäxte bauen. Also, was ist denn los? Leute, warum greifen uns auf einmal Plünderer an? Ist das normal? Das ist echt ein Problem tatsächlich. Ich bin gerade echt ein bisschen schockiert. Oh, wie doof, ey. Kann man mit Andesit eigentlich auch bauen? Nee, okay, schade. Mhm. Okay, dann fehlt uns auch viel Stein auf jeden Fall. Oh. Uns fehlt Stein, uns fehlt Holz, uns fehlt literally alles. Okay, es kann natürlich auch, vielleicht haben wir auch Glück und die Plünderer hauen auch ab. So. Ich pack mal was hier rein. So. Oh, ist das ungünstig. Ja, ich habe halt Angst, dass die jetzt mein Haus irgendwie plündern gehen oder so. Ich weiß ja nicht, ob die das machen, aber wenn die Plünderer heißen... Weiß ich nicht. Also kann durchaus sein. Ich gehe Stein abbauen, du gehst Holz abbauen, ja, okay? Ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Wo willst du denn jetzt Stein abbauen? Ja, ich bin jetzt hier im Dschungel. Da ist ja diese eine Steinmine, nenne ich das, die wir uns mal eröffnet haben. Okay, Danja, ich glaube, das sollte jetzt erstmal reichen. Also ich habe ganz viele Holzbretter schon. Gut. Dann kannst du vielleicht auch noch Bambus holen, weil mit dem kann man nur Stöcke machen, weil da würde ich ungern das Holz für verbraten. Wir machen das anders und zwar, ich gehe dafür in die Wüste. Wenn man in der Wüste diese Zweige abbaut, ja, das geht auch. Ja. Entstehen ja auch Stöcker. Also nicht immer, aber meistens. Genau, das mache ich jetzt einfach mal. Jetzt müssen wir uns gegen diese Pillager verteidigen. Also sorry, Leute, es tut mir leid. Ich wollte heute wirklich, also wir müssen das auf Montag verschieben, dass ich 24 Stunden das mache, was Danja möchte. Ich hätte es auch wirklich gemacht, aber ihr habt selber gesehen. Ich war kurz davor, Holz zu holen und dann habe ich auf einmal die Plünderer gesehen. Und es wird jetzt auch dunkel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht schlafen sollen, Danja. Sollten wir auf jeden Fall.
Weil sonst sind die Plünderer nämlich unser kleinstes Problem. So, ich komme mal zurück in die Base. Muss natürlich auch sein, ne? Gerade wenn ich den schönsten Tag hier bei Minecraft haben könnte, kommen natürlich solche dämlichen Plünderer um die Ecke. Es tut mir leid. Furchtbar. Aber du hast es auf Video und dementsprechend, wenn es Montag dann weitergeht mit Minecraft Loser, und ich weiß, viele wünschen euch, dass auch am Sonntag eine Folge kommt, aber ich habe es wirklich nicht geschafft, Leute. Es tut mir leid. Okay. Ich lege mich schon mal hin zum Schlafen. Ja, ich bin auch sofort da. Oh, der Himmel sieht gerade so schön aus und wir haben noch nicht mal einen Shader drauf. Wenn wir jetzt so einen Optifine-Shader hätten, das wäre natürlich super. Okay. So, ich habe 34 mal Stock. Die packe ich mal hier in die Kiste und auch das Holz packe ich hier vorne direkt in die Kiste dann, ja? Mhm. Ist jetzt unterschiedliches Holz. Achso, mir wurde auch gesagt, dass wenn man zwei Bögen zusammenbaut, dass die dann... wenn die... dass der heile wird? Okay, ist ja jetzt nicht... Meinst du, die Pillager sind noch da? Ich schau mal. Ich bin auch gerade schon unterwegs. Ja, aber wolltest du nicht die Werkzeuge bauen? Oder die Waffen? Ja, ich hab schon ein bisschen Stein geholt. Ja, aber hast du Holz schon reingetan? Ja, habe ich schon alles reingetan. Und auch die Stöcker. Okay, dann gehe ich. Ich schau jetzt mal... Also, das Gute ist, dein Haus ist ja ziemlich hoch. Ja, die sind noch da. Aber, okay. Also stehen die noch am exakt der gleichen Stelle? Mhm, ja. Ich habe das Gefühl, die warten auf irgendwas. Entweder ist da irgendwas Wichtiges. Was die beschützt. Also Leute, schreibt das mal in die Kommentare, wenn jetzt zum Beispiel Plünderer kommen. Heißt das, weil wir ein Haus gebaut haben? Oder ist da vielleicht auch was Wichtiges gerade in diesem Bereich? Also, wenn wir uns um die Plünderer gekümmert haben, würde ich da auch ganz gerne mal schauen, ob da was ist. Also ich hol mal Äxte. Ich mach mal Äxte, ja. Weil die machen ja mehr Schaden als richtig, Schwerter. Richtig. Und dann auch immer im Springen. Wurde geschrieben. Also wenn man springt und jemanden trifft, dann ist das mehr Schaden. Aber Danja, ich brauche auch was zu essen. Hast du zufällig was zu essen? Ich habe ganz wenig Brot noch. Oh, haben wir hier Weizen? Aber wir haben noch ein bisschen Weizen. Aber nicht viel. Also ich glaube, wir haben oben noch eine Melone oder ein, zwei. Die mache ich Du kannst jetzt. Auch mal gucken. Es müsste theoretisch, müsste doch hier fertiger Weizen auch irgendwo stehen. Ja, guck mal. Hier ist doch auch noch ein bisschen. Hier ist ein bisschen Weizen auf jeden Fall. Den kann ich schon mal abbauen. Dann mal hier wieder einen neuen anpflanzen. Okay, ich habe jetzt erstmal Melonen. Das reicht vielleicht auch erstmal. Achso, wir können auch hier, guck mal, hier entsteht dann Knochenmehl, ne? Wo entsteht Knochenmehl? Ich zeig dir das jetzt mal. Wenn wir jetzt oben in diesem, was war das, Kompott oder so? Kompost, ja. Kompost, ja, Kompott. Wenn wir hier... Kompott? Habe ich Kompott gesagt? Du hast also, Kompott gesagt. Ja, sorry. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel Weizenkörner nehmen, komm mal mit. Ja. Ich habe jetzt welche. Und die da reintun? Ja. Kompott, das ist doch was anderes, das so mit Pflaumen und sowas. Ja, Kompott ist ein Kompott ist Dessert. Ja, aber also auch mit Pflaumen so, also und so alles, teilweise. Also alles, was so eingekochte Früchte. Also du siehst jetzt hier, wenn ich hier jetzt was reinpacke, ja. Dann füllt sich das. Mhm. Und dann, siehst du, entsteht dadurch Knochenmehl. Voll gut, ey. Aber wie viele? Ich raste aus. Eins. Oh, ja toll, warte, komm. Wir haben ja ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob man da warten muss, aber ja, aber das muss ich sagen. Lohnt sich jetzt vielleicht nicht ganz so sehr. Ja, aber man bekommt ja eigentlich mit allen, bekommt man ja immer Weizenkörner dazu. Also wenn wir jetzt kein größeres Feld haben, dann können wir die eigentlich aufbrauchen, würde ich sagen. Ja. Dafür ist das da. Weil zum Beispiel drei jetzt Weizen machen halt nur ein Brot, ne? Das ist halt echt nicht viel. Halt auch nicht, ob man... Ich habe hier noch rote Betesamen. Vielleicht sollten wir die auch mal anpflanzen. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt mittlerweile viele Äxte-Kahn. Ich packe die mal alle in die Waffenkiste. Ja, mach das. Oder mal drei davon.
Du kannst auch nochmal Weizenkern mitbringen. Weizenkörner, sorry. Karl, wir wollen jetzt die Pillager doch besiegen. Ja, wir sorry, haben auch nicht mehr so viele. Wir haben nur noch 7 Weizenkörner. Das bringt dir jetzt nicht so viel. Okay, alles klar. Ne, wir haben 14 noch, aber ist nicht schlimm. Aber die brauchen wir auch zum Anpflanzen dann wahrscheinlich wieder. Ich mache nur gerade Brot. Ja, zweimal Brot, super. Hast du Brot oder soll ich dir eins geben davon? Ich hab welches. Okay, aber ich muss jetzt essen. Wir haben auch kein Schild oder so, ne? Das ist halt ein bisschen blöd, weil die haben halt eine Armbrust. Ja, aber wir haben auch kein Eisen. Okay. Alles klar. Wollen wir dann... Ja, habe ich mitgenommen. Ich habe halt noch eine Eisenaxt zur Not. Ja, die ist gut. Die kannst du gebrauchen. Aber die ist halt schon... Die ist schon sehr weit runter. Ja, ist nicht schlimm. Jetzt für den Kampf reicht es vielleicht noch. Ja, sie wird auch noch reichen für den Kampf. Das okay, ist es nicht. Let's go. Ja, okay. Kahn und Danja ohne Rüstung auf dem Weg, Pillager zu jagen. Ja, das kann was Ob werden. Ob das gut geht, das kann was sehen werden. Sie nach der Werbung. So, ich schau mal, ob sie noch da sind. Ja, sie sind noch da. Sie scheinen zu zweit zu sein. Ich hoffe, sie sind auch alleine. Okay, let's go. Hast du hier noch was in der Truhe oder so? Nö, ne? Achso, du hast hier gar keine Truhe. In meinem Haus? Doch, oben doch, du ist eine hast oben. Truhe. Hast du da denn was? Aber jetzt ist nichts Spannendes. Okay, du hast hier noch Weizenkörner, was gut ist. Ja, sonst hast du... Ja, Melonen, die kann ich noch mitnehmen. Okay, let's go. Oh, guck mal, du hast sogar so eine Wasserstelle. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen behutsam vorgehen. Sollen wir vielleicht hier durch den Dschungel? Mhm. Vielleicht sehen sie uns da dann nicht direkt. Ja, die haben uns safe schon gesehen. Ja, ich höre sie auch schon. Aber sie scheinen wirklich erstmal nur zu zweit zu sein, Danja. Und auch nur so zu gucken irgendwie. Nö. Okay. Sehr gut. Danja! Was? Du hast mich die ganze Zeit geschlagen. Ach, ich hab dich geschlagen, es tut mir leid. Ja, ich hab voll viel Leben verloren. Oh nein, I'm sorry, es tut mir ist leid. Ist nicht schlimm, wir haben es geschafft. Also es waren ja zwei Pillager und die waren die ganze Zeit hier. Aber was wollten die? Was haben die hier, warum haben die hier gestanden, ist jetzt die Frage. Sollen wir hier mal graben? Also oder mal hochgehen? Also es kann durchaus sein, also ab und zu unter Sand ist ja auch ein Schatz. Also meinst du vielleicht, dass hier irgendwo ein Schatz verborgen ist? Also es kann auch gerade einfach so ein Hirngespinst von mir sein, dass ich denke, beim Plünderer, weißt du was, ich google das jetzt mal gerade. Ja, google das mal. Ich mache hier in der Zwischenzeit mal den Sand weg. Man weiß es ja nicht, ne? Ja, mach mal. Ich schaue so lange. Meinst du, also kann das sein, dass auch einfach so Pillager spawnen? Das schaue ich gerade. Oder ob die jetzt halt vielleicht auch irgendwo einen Tower hier haben, wäre natürlich schon interessant, ne? Also es steht jetzt hier gerade nichts, was irgendwie... Aber wir können ja mal schauen, wollen wir mal ein bisschen in die Richtung gehen, aus der die jetzt wahrscheinlich gekommen sind und gucken, ob es dort was gibt, ob die da sind. Weil irgendwoher müssen die ja jetzt gekommen sein. Wir müssen auch die Welt noch vergrößern. Wir machen das jetzt so. Danja, ich weiß nicht, ob es klug ist, weil wir haben wir haben ja kaum was, mit dem wir angreifen können. Aber wir können ja zumindest mal in die Richtung gehen und schauen, ob es vielleicht einen Außenposten gibt. Ja. Das machen wir jetzt vielleicht mal. Also wir suchen jetzt Plünderer in dieser Folge anscheinend, nachdem sie uns gefunden haben. Was auch immer die von uns wollten. Ich verstehe es auch nicht. Und ich meine, die können ja jetzt auch nicht unbedingt durch das durchs Portal gekommen sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, die sind auch nicht im Portal. Also Leute, wenn ihr wisst, ich weiß, dass sie plündern, Dörfer und so, aber... Hat das was jetzt damit zu tun, dass wir ein Haus da gebaut haben oder ist das einfach nur zufällig entstanden? Oder dass wir halt mehrere Häuser gebaut haben? Zum Beispiel, also wodurch entsteht das, dass sie jetzt da bei uns waren? Und hat das was damit oder zu tun, dass es... Oder ist das ein Zufall? Ja, genau, vielleicht ist es einfach nur ein Zufall oder kann man da vielleicht auch was finden? Also wo sie standen, weil das war schon sehr auffällig, sie haben sich ja nicht weiter bewegt. Ja, die standen halt die ganze Zeit da so fest. Also ich muss jetzt auch schon sagen, ich habe viele TikToks gesehen, wo so unter Sand halt die Truhen gefunden werden. Aber wir haben natürlich keine Schatzkarte. Nee, keine Schatzkarte und es war halt auch
jetzt nichts Großes. Ich habe ja da den Sand relativ groß. Danja, wir haben Problem. Lass uns mal bitte zurück, weil es wird gerade dunkel. Oh, ja, da sollten wir vielleicht nicht durch den Dschungel. Ja, da können wir vielleicht schlafen und gleichzeitig haben wir dann auch die Möglichkeit, dass unsere Weltbarriere wieder weiter nach hinten geht. Und falls wir diesen Außenposten finden sollten, dann macht das natürlich Sinn. Ich finde es auch schön, dass wir uns für diese Pillager ausgerüstet haben, mit irgendwie jeder so 3 Äxte bekommen hat und letzten Endes waren die dann so nach 3 Schlägen tot. Ja, also klar, 2 Pillager, das ist jetzt nicht so schwierig, aber wenn wir dann beim Außenposten sind, wissen wir, das ist gar nicht mehr so einfach. Okay, jetzt schon wieder im Dschungel verlaufen, Alter. Hast du 2 Betten eigentlich bei dir? Ja, hast was? Du. 2 Betten hast du. Ja, hab ich. Ich kann schon mal. Ich habe mich mal wieder volles Rohr verlaufen. Oh, dann ja. Das ist nicht schlimm. Also, ich habe die Wüste wieder gefunden. Ich finde immer den Turm. Ich sag dir ehrlich, dieser Turm, den ich da hingebaut habe, muss ich mir echt mal auf die Schulter klopfen. So. Sollen wir dann weiter? Ich habe die Welt auch schon vergrößert. Ja. Gerne. Ich habe auch wieder ein bisschen Holz, aber das hast du wahrscheinlich auch. Okay. Einfach geradeaus durch, haben wir gesagt, ne? Ja. Ja. Also ich. Und schon habe ich wieder vergessen, was in der Hölle passiert ist, Leute. Sag das doch nicht, Kahn. Sprich's doch einfach nicht an. Also klar, die Oberwelt, natürlich, auch sie ist nicht immer sicher. Aber hier kann man zumindest nicht schlafen. Hier kann man schlafen. Ja, wo bist du dann, ja? Ich bin jetzt im Dschungel. Ja, wo denn? Bist du? Ja, ich auch. Da, wo die Pillager waren. Ja, aber ich bin schon weiter vorgegangen. Ja, ich nicht halt. Ja, dann komm weiter vor. Ich laufe einfach geradeaus durch. Ah, du bist vor mir. Das ist ein Schaf. Hallo. Hast du mich gerade mit einem Schaf verwechselt? Finde ich gut. Ich mag Schafis. Ich weiß nur nicht, wo du gerade bist. Hä? Oh, Kahn, wieso bist du denn schon wieder ohne mich losgerannt? Ich sehe auch deinen Namen schon wieder nicht. Ja, einfach geradeaus durch. Ja. Bis du Schafe findest und dann auch weiter geradeaus. Bleib doch einfach mal stehen. Ich bin jetzt am Wasser. Da warte ich auf dich. Ich hab dich gesehen. Okay. Hello. Bist du da? Ja. Okay, let's go. Die Frage ist halt, vielleicht ist halt irgendein Pillager-Tower durch die Weltvergrößerung jetzt quasi... Ist das da hinten ein Dorf oder ein Berg? Habe ich auch gerade gesehen. Ist das, weil das sieht nach Holz aus, nach so einem Dach? Aber ich... Nee, ich glaube, das ist... Oder? Lass uns mal da hingehen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das ein Dorf ist. Oh, hier ist Lachs, Katzen, wir haben Haustiere. Ja, dafür hättest du auch die Angel nehmen können. Ich habe keine Angel. Oder man kann auch, falls wir selber sozusagen Aquarium oder so haben wollen, man kann mit einem Eimer kann man die Fische einsammeln. Ich will aber kein Aquarium. Ja, ich wollte ja nur sagen. Ich möchte gerne die Katzen füttern. Danja, wir haben ein weiteres Dorf gefunden. Echt jetzt? Ja. Okay, warte, ich muss erstmal die Fische hier... Aber noch nicht hier alles rausplündern kann. Ja, ich gucke, lass aber was für dich über. Nein, du lässt jetzt nicht irgendwas für mich über. Bleib stehen. Okay. Hau ab, verschwinde. Ja, ich bleib stehen. Okay, also, in dieser Folge ist wieder schön was passiert. Also, wir haben Plünderer waren bei uns. Wir haben ein weiteres Dorf gefunden. Das hätte ich aber schon vorher finden müssen, weil die Weltbarriere eigentlich jetzt nicht so weit war. Komisch. Ich glaube, das ist das Dorf... Wo ich schon mal war. Ja? Ja. Ja, toll. Das ist das, was ich ganz am Anfang gefunden hatte. Oder nicht ganz am Anfang, aber das hatte ich schon mal. Da siehst du auch mein kleines, mein kleiner Mini-Unterschlupf hier, den ich hier an den Rand gebaut habe. Okay. Hast du denn hier schon alles geplündert? Da war nicht viel zu plündern, tatsächlich. Okay, sehe ich gerade. Okay. Da war nicht so viel zu plündern. Wollen wir dann hier einfach dann weiter, wenn du hier schon warst, Danja? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Also, das Dorf habe ich schon. Ja, wir können natürlich auch gegen den Eisengolem kämpfen. Dann hätten wir Eisen. Nein, warum? Dann hätten wir Eisen. Wir haben aber nichts, um gegen den zu kämpfen.
Ja, also es reicht, wenn man sich auf, man muss einfach nur ein bisschen nach oben sich bauen, von Anfang an. Aber lasst uns weiter, wir wollen die Plünderer suchen, komm. Ja, also weiter geradeaus einfach. Ja, aber nicht in die Richtung. Welche Richtung? Hierhin, weil da geht's ja Richtung Wüste. Hier, hier. Hä, hinterm Dorf. Wo bist du denn? Ach, da. Okay, dann gucken wir mal. Dass wir in diese Richtung mal... Hast du das auch hier hinten schon entdeckt? Also ja. Hier auf dem Berg? Ja, war ich schon. Okay, alles klar. Hast du eigentlich eine Spitzhacke? Ja, hab ich. Guck mal, da oben ist Kohle. Wenn du willst, können wir die mitnehmen. Ja, da war ich auch schon. Okay. Du warst ja schon ziemlich weit. Ja, ich war ja, glaube ich, auch 2 oder 3 Folgen komplett hier. Okay. War das... Ach, guck mal, da hinten ist so ein anderes Biom. Mhm. So Sahara-mäßig. Sahara? Du meinst so sumpfmäßig? Ja, die Bäume. Ist das ein Sumpf? Ich hätte jetzt so... Also die Bäume haben mich jetzt eher so an Sahara erinnert. Aber wir können ja mal hingehen. Ja, safe. Lass uns da hin. Weil wir sind immer noch auf der Suche nach dem Außenposten, falls es einen gibt. Also ich denke, die können auch einfach so spawnen, weil... Ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch... Also normalerweise laufen die ja mit mehreren Leuten rum und auch so einem Banner. Hm. Es wäre natürlich schon schön, wenn wir hier so einen Außenposten finden. Es verbindet einen doch nicht so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Ja. Okay. In diesem Fall die Pillager. Ja, bist du jetzt in das Sumpfgebiet gelaufen? Ja. Okay. Wollten wir doch, oder? Ja, alles gut. Ich habe nur links einmal kurz geschaut. Okay, was ist das denn hier? Das sieht ja schon ein bisschen speziell aus. Wo bist du denn? Das ist ein bisschen eine seltsame Formation. Ich bin hier in dem Sumpfgebiet und das ist im Prinzip irgendwie... Es sieht ein bisschen weird aus. Es ist wie so eine Unterwasserhöhle, aber die ist zugebaut mit Erde. Ja, aber keine Ahnung, ob ich hier zu viel reininterpretiere. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, das ist einfach nur random. Ja, aber wo bist du denn? Ich bin hier im Wasser. Im Fluss? Das ist eher so ein See. Ah, hier, hier, ja. Da, ich sehe dich. Okay. Wollen wir weiter geradeaus? Also ich muss schon sagen, lass mich mal bitte noch ein bisschen Lachs holen, bevor du schon wieder abhaust. Das Problem ist, wir haben gar kein Bett dabei, ne? Nee. Ja, und was ist, wenn es gleich dunkel wird? Dann haben wir Sachen zum Kämpfen dabei. Wir brauchen auch Knochenmehl und so. Gut, da hast du ausnahmsweise mal recht. So, ich gehe schon mal ein bisschen weiter vor. Das ist schon 6 Stück Lachs, ne? Und das reicht immer noch nicht für unsere kleine Katzenfarm. Ja. Kürbisse für Kürbiskuchen, aber... Da sind Schafe! Ja, schnapp sie dir. Da können wir uns ein Bett bauen. Ja, die sind ein Stück weit entfernt, aber kriege ich schon. Ah, ich sehe sie. Kannst du uns vielleicht einen Ofen bauen? Was? Einen Ofen bauen? Kann ich machen, ja. Hast du Steine? Oh, hier ist aber einmal eine Mama. Kahn. Die lasse ich in Ruhe. Ich musste auch alle meine moralischen Bedenken beiseite legen, damit wir diese Spiele spielen können. Wirst du jetzt wohl deine moralischen Bedenken beiseite legen? Ich mach das nicht. Das mache ich. Danja! Wieso? Danja, tu's nicht! Wir brauchen die Wolle, Kahn. Ach, ja, das Kleine gibt ja nicht mal Wolle. Ja, siehst du? Doof. Okay, gibst du mir das eine Wolle noch? Ja, wir können auch die Nacht eigentlich jetzt warten, weil wir brauchen ja sowieso wahrscheinlich Spinnen noch, um Wolle herzustellen. Also ein Bett ist schon mal fertig hier, das kannst du nehmen. Danke. Ja, wir hätten noch aus dem Dorf einfach was mitnehmen können. Ich habe noch gar keine Bergbank. Aber ist nicht schlimm, ich mach mir schnell eine. Sollen wir uns ein Boot vielleicht bauen? Können wir machen. Lass mich erstmal kurz bitte den Ofen bauen. Okay. So, Ofen habe ich.
Hier hast du, Ach so, ein Boot. Ich hab schon, hier. Ach, hast du schon, okay. Ich hab's dir zugeworfen. Und dann können wir einmal aufs Meer. Lass uns mal hier durchfahren. Aber ich glaube tatsächlich, dass es keinen Außenposten von Plünderern gibt. Die scheinen gespawnt zu sein. Ich hab halt keine Ahnung, vielleicht hier, auch in einer ganz anderen Richtung. Was? Hier sind Schafe noch. Ah, holen wir. Wie kam ich hier nochmal raus? Mit Shift. Okay, perfekt. Sorry, ich geb... Ja, nee, du hast... Gut. Ah, da hinten sind sogar noch mehr. Okay, sollen wir kurz schlafen? Ja. Okay, komm, ein paar Minuten haben wir noch in dieser Folge. Also die Welt, muss ich sagen, ist schon ziemlich groß geworden mittlerweile bei uns. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich so. Wie viele Biome wir jetzt hier schon haben. Unterschiedliche. Mein Boot. Ja, das sollst du. Bist du wieder im Boot eigentlich? Nö, ich bin hier über diesen Hügel. Mein Boot vergessen. Das muss ich natürlich mitnehmen. Guck mal, hier ist eine Schlucht, da könnten wir gegebenenfalls wieder rein. Also die Welt ist schon ziemlich groß. Also wir brauchen halt Eisen. Egal was passiert, wir brauchen Eisen. Ja, dann sollten wir in diese Schlucht eigentlich rein, Danja. Oder da drüben zu diesem Berg. Da würde ich jetzt einfach mal hingehen. Dann gehe ich in die Schlucht. Wir hätten uns vielleicht auch die Koordinaten von unserer Base vielleicht aufschreiben sollen. Ja. Also bisher glaube ich, dass ich noch zurückfinden würde, aber das habe ich mir schon aufgedacht. Ja, habe ich mir auch schon aufgedacht. Ich gehe jetzt mal hier rein. Vielleicht mal ein bisschen höher gucken. Bist du das da drüben? Ach nee, ist eine Biene. Das Problem ist, ich habe hier... Also, ich habe eine weitere Mine gefunden, Danja. Noch eine? Mhm. Also, das ist ja mal wirklich Minecraft. Also, sind ja wirklich überall Minen. Warte mal. Hast du auch eine gefunden? Ach, ich habe gerade gedacht, da sind schon wieder Pillager, aber es ist der fahrende Händler, der mit seinen Lamas hier ist. Mhm. Also ich würde mich ganz gerne... Das Problem ist, ich habe überhaupt... Der hat sein Lama ein bisschen ungünstig geparkt hier. So, was verkauft der? Hirnkorallenblock, Schleimball, schwarzer Farbstoff, hellblauer Farbstoff, Moosblock. Das brauchen wir eigentlich alles auch nicht. Das ist ja einfach gar nichts fast. Aber ich habe auch keine Kohle, das ist das Problem. Also hier ist ein bisschen Kohle drin, aber jetzt auch nicht die Welt. Okay, doch, hier ist mehr Kohle, als ich gedacht habe. Oh Mann, aber das nervt mich jetzt schon wieder. In der Mine ist gar nichts, oder was? Doch, aber ich versuche mich erstmal nach unten zu bauen. Okay. Beziehungsweise hier rauszubauen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in der Wand festgefahren und komme hier nicht mehr raus. Hallo, was ist denn hier mit der Wand los? Wollt ihr mich veräppeln? Ich bin doch in diese Richtung hier
Also, ich muss sagen, dieser Berg hier ist eine absolute Enttäuschung. Ich hatte echt Hoffnung, aber... komplett wasted. Mal wieder Kupfer, Stein, bisschen Kohle, aber auch nicht viel. Perfekt. Kein Eisen, kein Yes, gar ich hab Eisen gefunden dann, ja? Sehr gut, immerhin. It's something. Direkt an der Stelle, wo ich rausgekommen bin, habe ich Eisen gefunden. Da freuen wir uns. Aber ich bin halt relativ aufgeschmissen hier, weil ich überhaupt nichts an Rüstung habe und ist auch nur ein kleiner Teil. Also diese Mine ist auch sehr, sehr klein, muss ich sagen. Es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil hier. Das Problem ist also wenig Eisen, meinst du? Ja, erstens das und zweitens ist das hier halt... Also das sind hier nur so... Obwohl, hier sind Lochen, glaube ich. Nö, sind es nicht. Das sind einfach nur Steine. Nö, das war ja voll der Flop. Also dieses ganze Biom ist irgendwie voll der Flop. Ist gar nichts, ey. Warst du schon mal hier? Nö, das... warte, doch. Aber das ist alles sehr, sehr verwinkelt hier dann, ja? Das ist sehr, sehr verwinkelt. Was ist verwinkelt? Also ich bin hier gerade in dieser Mine noch. Mhm. Und ich dachte, es gibt nichts weiteres. Aber es gibt noch was, weil es halt alles sehr, sehr verwinkelt ist hier. Okay. Ich glaube, ich kümmere mich einmal kurz um einen Ofen. Feuerstein, okay. Obwohl, ich bin gerade schon was im Ofen am Braten, Kahn. Ja, aber ich weiß nicht gerade, wo du bist. Hinter dem Hügelchen. Okay, ich habe auch Lapis gefunden. Was Lapis hast du gefunden? Mhm. Davon haben wir halt mittlerweile auch richtig viel. Es wäre echt gut, wenn wir mal rausfinden würden, wie man das benutzen kann, ne? Ja. Okay, Danja, ich glaube, für heute soll es das aber gewesen sein. Mhm. Wollen wir die nächste Folge noch hier weitermachen oder sollen wir zurück zur Base und wir machen die Challenge? Das darfst du dir dann aussuchen, okay? In der nächsten Folge soll ich mir das dann aussuchen oder jetzt? Such's dir jetzt gerne aus. Ich sage, okay. Wir gehen jetzt noch zurück zur Base und dann machen wir in der nächsten Folge die Challenge. Okay, es könnte sein, dass ich es gar nicht bis dahin schaffe. Wie meinst du, dass du es nicht bis dahin schaffst? Ich bin fast gestorben. Okay, dann soll ich zurück zur Base, sagst du? Ja. Okay, alles klar. Ich kümmere mich darum, dass ich zurück zur Base komme. Bis zur nächsten Folge. Mhm. Ja, ich muss ja auch noch dahin. Ja, alles klar. Dann machen wir das. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wie gesagt, morgen gibt es dann... keine Folge, warte, hier die Spinne noch. Morgen gibt es dann keine Folge, aber dafür übermorgen wieder. Aber morgen dafür mit Tom Minecraft und Compilation. Und bis jetzt beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Ich will halt Pony reiten. Das wird doch jetzt wohl okay sein, oder nicht? Wie cool wäre das bitte, wenn ich auf einem Pferd hier durch die Gegend springe? Ja, ist ja okay. Ich suche weiter. Sehr gut. Dann ja. Ja, hast du einen Sattel? I got it. Nein! Ich habe einen Sattel gefunden. Let's go! Nein! Ja. Was? Nein! Ich habe den Sattel. Okay, jetzt musst du natürlich noch mich finden. Alles klar, also ich werde auf jeden Fall zurück zur Base gehen. Ja, das Problem ist, ich bin halt echt irgendwo gerade. Ich bin wirklich einfach irgendwo. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Woche hier bei Minecraft Loser. Ja, eine neue Folge. Und Danja, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Dankeschön, Kahn. Ja, mir geht's gut. Bist geht's du bereit? Dir? Ich bin hier. Bist du bereit, wieder einfach zu sterben? Dankeschön. Ja, Leute, nett. Heute in der Folge, also,
Danja, wir hatten beim letzten Mal, hatte ich ja gesagt, ich werde 24 Stunden das machen, was du willst. Aber bevor wir damit starten, möchte ich was testen. Und zwar, als ich zuletzt das Thumbnail für die Pillager-Folge gemacht habe, brauchte ich natürlich auch ein paar Pillager. Und da war sozusagen einer dabei, der hat dieses Banner getragen. Und seitdem ich den erwischt habe, habe ich sozusagen drohendes Unheil. Und das jetzt insgesamt noch für anderthalb Stunden. Und es ist wohl so, wenn man damit jetzt zum Dorf geht, ja, hauen die Leute ab, beziehungsweise der Golem könnte mich angreifen. Und das möchte ich einmal in dieser Folge testen, okay? Okay, gut, dann mach das mal. Ich will mich dir und deinem drohenden Unheil auch überhaupt nicht in den Weg stellen. Da bin ich ja ganz ehrlich. Also es könnte sein, dass wir die Folge wieder verschieben, wo es darum geht. Also ich muss sagen, drohendes Unheil wäre ja auch ein richtig guter Titel für einen Film über unser Leben. Oh ja. Das ist ja wirklich. Aber das müsste heißen, ständiges drohendes Unheil. Ja. Unheil, sorry. Ja. Oh Mann, ey. Ständiges drohendes Unheil. So müsste das heißen bei uns. Das ist echt so, oh nein. So, okay, Hilfe. Ich prüfe das jetzt einmal. Aber weißt du was? Wir machen trotzdem heute die Folge, dass ich all das mache, was du möchtest, dann, ja? Und also falls du in deinem Haus was machen möchtest oder so, ne? Ich bin heute definitiv der Richtige dafür. Okay, also ich bin ja noch nicht zurück beim Spawn oder bei Ja, aber du könntest Base. Mir natürlich danach eine Aufgabe geben. Ja, aber geh erstmal in ein Dorf und verbreite dort Unheil. Ich habe übrigens ein Pferd gefunden. Okay, ich möchte mal gucken, wie das wirkt. Ja, wir haben doch ein Rossharnisch, oder nicht? Ja, sogar ein Diamant. Aber du musst mal gucken, wie man das Pferd zähmt. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Sattel. Ich glaube, einen Apfel braucht man dafür auch. Ja, und einen Sattel. Hm. So, okay. So, ich bin jetzt im Dorf. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Weil diesen Effekt habe ich das erste Mal drauf, Leute. Oh ja, guck mal, jetzt ist bei mir oben Überfall. Was? Du überfällst die jetzt? Let's go. Ja. Alter. Und die Glocke, sie läutet. Und jetzt wirst du wahrscheinlich von dem Dings angedingst. Jetzt ist die Frage, also oben ist jetzt Überfall. Normalerweise kämpft man ja also gegen einen Überfall, aber jetzt bin ich der Überfall. Mhm. Ah, guck mal, andere Pillager sind jetzt auch da. Was? Also du bist jetzt quasi einer von den Pillagern? Ich glaube nicht. Nö, ich werde auch angegriffen. Hä? Hä? Ich bin sehr verwirrt, muss ich sagen. Okay, warum habe ich meine Axt jetzt weggeworfen? Bin ich blöd? Lol, ich brauche überhaupt nichts, um ein Pferd zu zähmen. Gar nichts sogar. Hilf mir! Oh, ich bin gleich tot. Okay, Leute, ich werde jetzt ein Pferd zähmen. Das Problem ist dann ja, ich glaube, solange ich hier bin und dieses drohende Unheil habe, kommen immer wieder Pillager, glaube ich, zurück. Ich glaube, ich bin dran schuld. Du bist dran schuld? Leute, bin ich dran schuld, dass jetzt gerade hier diese Plünderer immer kommen? Guck mal, die verstecken sich alle. Ja, du bist da dran schuld. Du bist gerade da dran schuld, dass dieses komplette Dorf komplett im Untergang versinkt kann. Just saying. Oh! Ich bin gleich tot. Also ich mache einfach Danja-Sachen und ich zähme gerade ein Pferd. Du wurdest erschlagen. Sehr gut. Vom ausgezeichnet. Vom Diener, okay. Gut, okay. Nicht schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. Ich weiß, wo meine Sachen sind und die hole ich jetzt direkt mal wieder ab. Hilfe, nur weil ich ein Pferd im Spiel gezähmt habe, heißt das nicht, dass ich dich nicht mehr lieb habe. Okay. Ja. So, und ich habe... Ja, okay, der Effekt ist jetzt auch wieder weg. Ja. Das heißt... Ja, es ist vorbei. Ich aber ich ein Pferd. Ich hole meine Sachen zurück. Hast du's? Ich glaube... Es schmeißt mich zumindest nicht mehr ab. Also kannst du damit, kannst du es reiten? Ich sitze drauf, ja. Ja, aber kannst du es reiten? Ich kann es halt nicht bewegen, ne? Ja, super. Das ist so bisher die Sache. Ja, das ist ja das Problem. Ja, durch das Portal werde ich da heute wahrscheinlich einen Sattel definitiv und so. Nicht gehen. Okay, aber ich habe halt Leder. Vielleicht könnte ich mir daraus ja einen Sattel machen. Ja, stimmt. Doch, ich glaube, das ist jetzt mein Pferd. Also bei mir steht jetzt hier so Pferd. Okay. Steuerung, Umschalt, so. Okay, ich muss zurück ins Dorf. Folgt mir das jetzt aber zumindest? Okay, folgen tut es mir noch nicht. Okay, ich guck mal, ob ich irgendwie einen Sattel oder sowas machen kann. Wäre ja schon nicht schlecht. Also Danja, ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich daran schuld bin, dass dieses Dorf überfallen wurde. Ja, bin ich auch also ein sehr bisschen, traurig. Ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich jetzt schon, Leute. Ich sag, wie es ist. Ich habe echt so ein bisschen kleines schlechtes Gewissen habe ich schon. Ist schon okay. Man kann keinen Sattel craften.
Verwüster und Schreiter droppen Sättel. In Dörfern, Netherfestung, Dschungeltempeln verlesen. Okay, also du hast... Ist es nicht möglich? Ich denk's mir auch gerade so, hä? Hä? Wieso denn? Da steht, Sattel kann man nicht craften. Oh, die sind ja immer noch hier. Was ist denn mit dem Golem los? Ehrlich, was ist denn mit dem Golem hier los, Mann? Kümmerst du dich mal bitte um den hier? Doch, man kann Sattel craften. Nee, doch nicht. Man kann sie allerdings... Mann, wir brauchen einen Sattel jetzt, Kahn. Ja, okay, dann mach das. Kahn, du machst doch heute eine Challenge, oder nicht? Ach so, oh ja, stimmt, ja. Muss ich jetzt... Ja, oh, find Mann. Mir einen Sattel. Ich möchte gerne einen Sattel haben. Ja, okay, und was braucht man dafür? Ja, den musst du finden, den Sattel. Das ist nicht, was braucht man dafür, du musst den irgendwo finden. Du musst in Dörfer und dann kannst du da gucken. Oder bei Verwüstern gibt's das auch. Warum kommt denn jetzt schon wieder Sattel Plünderer? Und jetzt oh mein Gott, was Pferd ist das abgehauen. Denn? Was ist das für ein Tier bei den Plünderern? Okay, ich muss aber, sorry, ich muss das Dorf alleine lassen. Ich muss mich um Danja kümmern. Sorry. Ja, das Dorf wird jetzt die ganze Zeit überfallen. Das tut mir natürlich ein bisschen leid. Also, ein kleines bisschen. Okay. Hab ich kein Fleisch mehr? Wo ist mein Fleisch? Och, Mann. Also, ich muss jetzt einen Sattel finden, oder was? Guten Tag. Guten Tag. Wie sieht's aus mit den Sätteln? Ja, das kann man doch bestimmt craften. Nein, man kann keine Sättel craften. Du kannst nur einen Rossharnisch craften, aber den brauchst du nicht mal zum Reiten. Sättel kannst du halt von Leuten bekommen. Also kannst du finden, kannst du angeln, kannst du in Dungeons finden und halt von Verwüstern bekommen. Die droppen das wohl manchmal. Aber bevor wir halt keinen Sattel haben, bringt es halt auch nichts, ein Pferd einzureiten anscheinend. Weil das folgt einem dann auch nicht wie die Katzen, sondern das akzeptiert einen dann einfach nur. Okay, und alles einen klar. Nicht mehr ab. Ja, ist okay. Ich muss erstmal zurück in die Base. Also ist meine Mission heute, einen Sattel für dich zu finden. Ist das dein Ernst? Ja, korrekt. Ich will einen Sattel haben. Klasse. Ich will ein Pony. Kann, es sagen zwar immer alle, das Leben ist kein Ponyhof, aber ich hätte gerne einen Ponyhof. Ich will einen Ponyhof haben. Ja, warte, ich muss gleich schlafen. Warte, ich bin gleich in der Base zurück. Ja, okay. Aber das dauert noch ein bisschen. Sag mir, wenn du da bist, damit ich dann auch schlafen kann. Wofür brauchte man nochmal Feuerstein? Zum Feuer machen. Und für Feuerzeug kannst du das... Brauchst du den? Das Skelett darf mich nicht sehen. Bäh. Ja, Kahn, kannst du jetzt eigentlich mal schlafen, endlich? Ja, aber ich bin noch nicht in der Base. Ja, aber ich bin auch nicht in der Base und ich muss jetzt hier die ganze Zeit abhauen. Och, ja, warte. Ich versuche hier zu schlafen direkt. Ja, okay, ich schlafe. Los jetzt. Los jetzt. Ja, ich schlafe ja schon. So, perfekt. Okay, ich komme zurück in die Base. Haben wir eigentlich noch was zu essen? Weil ich brauche eigentlich was zu essen. Ich bin unsicher. Oh, dann ja. Das ist doch nicht meine Schuld. Guck, mein Haus steht da, es ist noch nicht fertig. Und was muss ich heute machen? Ich muss mich darum kümmern, einen Sattel zu finden. Klasse. Korrekt. Das und kannst du bitte mal die Katzen füttern gehen? Haben wir Lachs? Ich hab Lachs, ja, aber du brauchst wahrscheinlich Lachs, um die Katzen noch zu füttern. Ja, ist okay. Ich wollte sowieso die Angel mitnehmen. Das mache ich dann am besten. Also ich muss weiterhin sagen, der Turm, der ist echt gut, Danja. Ist er. Aber wir haben auch schon echt vieles hier, ne? Wir haben das Portal, wir haben einen Turm, wir haben die Base, wir haben zwei Häuser. Ja. Also wir sind schon weit gekommen.
Ja, es ist so. Wir haben wirklich echt gut delivered hier mittlerweile. Das kann man schon nicht anders sagen. So, ich habe hier auch ganz viel Weizen. Das heißt, ich habe jetzt hier ganz viel Brot. Ein bisschen was essen. Ja, kann ich ein bisschen Brot vielleicht haben? Ja, Kahn, dann musst du halt zu mir hinkommen. Ich bin ja nicht bei der Base. Wo bist du denn? Ja, wir sind doch letztens irgendwo rumgelaufen. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Ach so, stimmt. Ich bin ja zurückgelaufen. Ja, ohne ja. mich halt. Aber das, ja, ich musste aber auch zurück. Ja, es ist schon ein bisschen lange her, bestimmt wohl. Yep, ich bin halt in einer komplett anderen Richtung. Und das ist auch nicht so wichtig. Mir ist einfach nur wichtig, dass du mir einen Sattel besorgst, damit ich dann quasi mal losziehen kann und mir ein Pony zähmen kann. Okay, alles Warten. Klar. Achso, nee, das ist der fahrende Händler. Aber ich glaube, der hat auch keinen Sattel für mich. So, also ist natürlich mal. Super selten, was zu bekommen. Was? Also es ist super selten, dass wir einen Sattel bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit liegt bei unter 1% dann, ja? Sehr gut, Kahn. Na dann, lass mal dein Glück wirken. Aber ich muss sowieso zum Wasser. Dementsprechend, ja, let's go. Weil wir brauchen ja auch Lachs. Ja, also da kannst du mal einen netten Angeltrip unternehmen. Ja, mache ich jetzt auch. Schaden kann's ja nicht. So, ich bin hier die ganze Zeit mir ein bisschen Futter am Braten. Nützt ja alles nix. Muss ich das einfach nur dahin packen und die beißen schon an oder was ist hier los? Ja, und jetzt? Habe ich was? Nö. Ich glaube, so schnell geht das auch nicht, oder? Musst du mal soll googlen, ich jetzt hier die ganze Zeit warten angelt. Oder was? Ist das hier du der Angelsimulator? Ja, google doch mal, wie man das richtig macht. Ich will einen Sattel haben. Und wenn ich keinen Sattel kriege, dann hast du die Challenge heute nicht geschafft. Kannst du ja auch mal deine Pillager-Freunde fragen. Mann! Och, dann ja. Was? Ich habe gesagt, dass ich einen Sattel will. Das ist meine Aufgabe für dich heute. Ist doch nett. Könnte doch auch was Schlimmeres sein, oder nicht? Ja, ist okay. Spannend ist das jetzt nicht. Wie jetzt? Das ist nicht spannend. Du kannst Pillager suchen und bei denen nach einem Sattel gucken? Hä? Was ist denn dein Problem? Haben sie nicht. Haben sie nicht, alle nicht. Ja, das ist natürlich ärgerlich, muss man schon so sagen. Aber einen Sattel will ich halt trotzdem haben. So. Ich glaube, den schmeiß ich mal weg hier. Dum-di-dum. So, da drüben hat es vorhin geleuchtet. Ich gehe da mal hin. Ja, toll. Kann halt auch sein. Was denn? Was ist denn, Kahn? Ja, also man muss bis zu 60 Sekunden warten. Was musst du 60 Sekunden warten? Ja, beim Angeln. Ja, Kahn, dann warte halt und such vielleicht nebenbei mal noch. Hä, ich hab doch grad was gefangen, oder nicht? Was ist denn hier los? Man kann aber mit dem Sattel dann auch auf den Schweinen reiten, ne? Mhm. Habe ich kein Boot? Ich hatte doch ein Boot. So, ich angel mal vom Boot hier. So, let's go. So, irgendwo hier habe ich doch vorhin Licht gesehen. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich wieder nur Lava ist, aber ich wollte einfach mal gucken. Los jetzt, ich brauche einen Lachs! Ich glaube, das war hier. Was ist denn los? Warum kommen die Fische nicht? Boah, Danja, ist das dein Ernst? Jetzt bin ich hier die ganze Zeit am Warten und es passiert gar nichts. Ja, du kannst doch die Fische auch erschlagen. Was ist denn dein Problem? Warum ja, willst du ich soll dich doch denn angeln. Unbedingt erangeln? Das ist mir Wurst, ob du die erangelst oder nicht. Du sollst einfach nur die Katzen mal wieder füttern, weil wir jetzt lange weg waren. So. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich auch irgendwann wieder zurück
in die Homebase finde. Das könnte nämlich sich sehr schwierig gestalten. Ich habe zwar eine Idee, in welche Richtung ich muss, aber... Ja, vielleicht findest du da ja auch noch so ein Dorf oder so. Ja, ich bin hier halt gerade noch ein bisschen in diesem Sumpfgebiet unterwegs. Ey, ist das dein Ernst? Jetzt bin ich hier und warte und es passiert gar nichts. Dann angel doch die Fische nicht. Ja, aber es soll was passieren. Ja, aber kann... Vielleicht machst du irgendwas falsch. Vielleicht brauchst du einen Köder oder so. Ja, kann auch sein. Gut, dann machen wir das anders. So, wo sind jetzt die Fische? Jetzt auf einmal keine Fische mehr da. Hast du schon alle weggeangelt? So, hier sind sie. So. Ich habe auch noch ein bisschen Wolle gefunden. In unterschiedlichen Farben. Die kann ich noch mitbringen dann. Wow, das hilft natürlich immens gerade. Ich finde schon. Ich höre hier die ganze Zeit Geräusche. Wie von einem Skelett, aber ich sehe keins. Ja, vielleicht ist es unterirdisch. Muss wohl so sein. Ja, safe irgendwo hier in dieser Höhle drin. Mich nervt es nur immer, wenn ich die quasi schon höre, obwohl sie noch gar nicht in meinem Wirkungsbereich irgendwie sind, ne? Schnell raus. So, hier gibt's ganz viel Kohle. Die nehme ich natürlich auch mit Freuden. Okay, ich habe jetzt ein bisschen rohen Lachs. Den brauche ich jetzt erstmal für mich, weil ich muss ja noch den Sattel finden. Ja, Kahn, ich will halt Pony reiten. Das wird doch jetzt wohl okay sein, oder nicht? Wie cool wäre das bitte, wenn ich auf einem Pferd hier durch die Gegend springe? Ja, ich weiß. Zu cool. Ja. Zu cool. Deshalb will ich gerne ein Pony. Ja, ist ja okay. Ich suche weiter. Sehr gut. Also ich werde jetzt ein bisschen tiefer in den Canyon noch gehen, weil da waren wir bisher noch nicht. Meinst du, dort kommt dann ein Sattel? Kann sein! Was soll ich sonst machen? Keine Ahnung, Kahn, aber ich sehe mich halt dann schon mit diesem Diamanten in Rossharnisch und mit dem Sattel und so. Und ich weiß. Ja, sehe ich schon. Kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe das einfach vor meinem inneren Auge, wie gut das wäre. So. Okay, das reicht erstmal. So, ich werde jetzt mal hier tiefer sozusagen Richtung Canyon gehen, weil hier war ich bisher noch nicht. Auf welchem Level bist du eigentlich? Ja, 5 wieder. Wird das wieder zurückgesetzt? Ja, klar. Also das ist in dieser Welt schon. Okay. Oh, das ist aber ein schönes Biom. Oh, das sieht ja richtig krass aus. Was? Dieser Canyon, wenn man einfach ein bisschen weiter geht... Das sieht ja richtig heftig aus, Danja. Okay. Wir haben hier so eine schöne Welt, die wir noch gar nicht gesehen haben. Okay, und was ist da so? Ja, ein Canyon. Ein Canyon. Aber so sehr hohe Struktur auf jeden Fall. Okay. Also sieht schon fast aus wie so ein Canyon-Dorf, aber ich weiß, dass es kein Dorf ist oder so. Es wird übrigens gerade Nacht. Okay, wollen wir wieder schlafen? Wäre schon nicht schlecht. Besser ist, ne? Okay, ich suche mir einen Platz. Okay, ich schlafe. Oh, ich habe auch gar nicht die Welt vergrößert, fällt mir auf. Na, toll. Das muss ich natürlich noch machen, 2-mal jetzt. Das machen wir mal. World. Ich hätte so gerne ein Ponylein. 80. Danja, wir haben es verstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob du das ganz begriffen hast. Das Ausmaß dessen. Du kannst ja auch mal googeln, most likely to get a saddle oder sowas. Nö. Dich einfach mal ein bisschen reinhängen in die ganze Sache. Mach ich doch! Okay. Ich mach das dann ja. Okay. Oh mein Gott, hier ist Gold. Das wollen wir aber mitnehmen, Leute. Das ist ein guter Plan. Kohle haben wir auch wieder ein bisschen. Also ich muss schon sagen, also dieses Biom, was wir bisher noch nicht entdeckt haben. Also danke, dass du mich auf diese Mission schickst, Danja.
Schön. Hast du direkt was Nettes noch gefunden? Ja. So, ich gehe jetzt erstmal wieder hier rüber. Aber dafür brauche ich... Wo kommt denn das jetzt her? Roheisen. Wo kommt denn jetzt das Dorf da drüben her? Da muss ich natürlich direkt mal hin. Ich glaube ja. Du hast ein Dorf gefunden. Ich weiß halt nicht, ob du das schon mal gefunden hattest. Was für ein Dorf ist das denn? Das sind so orangene Dächer. Nö, in diesem Sumpfgebiet? Ja, irgendwie ja. Nö, das habe ich noch nicht gefunden. Ja, vielleicht findest du da ja einen Sattel. Ja, da müsste ich mir noch eine neue Aufgabe für dich überlegen. Oder ist auch, da ist auch ein altes Portal. Da könnte ich natürlich Glück haben. Ja, könntest du. Okay, ich muss jetzt. Also es sieht auf jeden Fall mal wild aus, das Dorf auf jeden Fall. Okay, ich habe auf jeden Fall Gold hier gefunden. Ja. Das baue ich auch ab, weil das könnte ich halt. Oh, ganz viel sogar. Das könnten wir gebrauchen. Okay, hier ist eine Uhr, Obsidian, ganz viele Eisenklumpen. Sehr gut. Und eine Feinwägeplatte, was auch immer das ist. Ja, Obsidian nehme ich definitiv mal mit. Den Sand lasse ich hier. Ich habe keine Ahnung, was man mit der Uhr machen kann, aber ich nehme sie mal mit. Also vielleicht ist es auch useless. Also hier ist sehr viel Rohgold, was ziemlich gut ist. Nice. Also hier ist ein altes Portal. Great. Amazing. Lieb ich. So, dann gucke ich mal in die Häuser rein, ob ich hier einen Sattel finden kann. Hoch. Okay, hier ist keiner. Also die sind auf jeden Fall Farmer hier. Hier ist sehr viel Angebautes überall, viele Tiere. Ja, also ist doch die Chance halt nicht relativ gut, dass du was bekommst da. Ich hoffe das. Und es sind halt auch hier in der Umgebung waren halt auch Pferde. Hello, dude. Das wäre doch mal ein jetzt was. Reparatur und Entzaubern. Okay, was kann ich hier was reparieren? Und du bist beim Schmied, ne? Sieht so aus, ja. Da ist auch eine Kiste, eine Truhe immer. Da musst du reingehen. Nee, hier ist keine Truhe. Doch, muss. Da ist keine Truhe. Doch. Ich weiß auch nicht, ob es ein Schmied ist. Nein, da ist keine Truhe. Lava? Der Typ verkauft mir... Nein, der will mir was verkaufen. Ein verzaubertes Eisenschwert und eine Eisenaxt, aber ich habe keine Smaragde. Ich guck mal weiter. Nee, hier ist ein Bett. Ist ein Haus. Komm schon, lass das bitte einmal ein gutes Dorf sein. Bitte, 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 bitte. Aber die haben irgendwie so richtig... Der hat hier so einen Braustand. Ja, aber du weißt, was im Stream bei dir passiert ist. Oh, hast du das gesehen mit dem Braustand? Ja, hab ich gesehen. Okay, ja, das war sehr traurig. Hast du den kompletten Livestream geguckt? Mhm. Okay. Oh, okay, schnell. Raus hier. Okay, hier ist Brot, Osmaragde. Die nehme ich natürlich sehr gerne mit. Ich lasse euch dafür auch, was lasse ich euch dafür da? Ich lasse euch hier die Wolle da. In hellgrau und braun. Obwohl, nee, guck mal, ich habe hier ja noch Erde. Was ist hier? Gras, hohes Gras und ein Akaziensetzling. Das brauche ich alles natürlich nicht. Leute, ich will einen Sattel haben. Ich möchte bitte Also auch einen wenn ich Sattel. Keinen Sattel gefunden habe, dafür habe ich vieles anderes gefunden. Eisen, ich habe Gold. Was ist das denn hier? Hier steht Gold, wissen wir, wofür brauchen Markt? Wir das dann, ja? Was? Gold brauchen wir für was? Das wissen wir. Damit wir in die Hölle gehen können. Richtig, und das können wir dann eintauschen, das werde ich safe dann wieder machen. Aber diesmal tausche ich ein und komm zurück, wenn ich was OP bekomme. Ja, ich will es mal hoffen, Kahn. So. Ich möchte hier ist auch eine Festung Katze. Finden.
Was? Du willst eine Festung finden? Ja. Okay, jetzt ist meine Kamera, glaube ich, ausgegangen. Interessant. Soll ich sie wieder anmachen oder soll ich sie auslassen? Ja, kannst ruhig. Wie du willst. Wie du willst. Ich überlasse das dir. Okay, dann lasse ich sie einmal eben aus. Mhm. Okay, wir haben das, wir haben das. Da ist wieder eine dreifarbige kleine Kiba-Katze. Oh nein. Also, ich sag mal so, das Dorf ist zwar schön, das ist halt so aus Akazien und du warst hier definitiv noch nicht. Die Sache ist halt... Ja? Was ist die Sache? Ein Sattel gibt's hier auch nicht. Hm. Okay. Und es gab nur, in Anführungszeichen, nur eine Truhe. Ich meine, theoretisch könnte ich mich wahrscheinlich über den Braustand und so freuen, aber da ich keine Ahnung habe, wie man das halt benutzt. Ich glaube, dafür brauchen wir auch noch ein bisschen was. Ich habe keine Ahnung, was man zum Brauen braucht. Okay, ich schau gerade, was hier sonst noch so machen kann. Hm. Ja, und hier ist halt auch viel Stroh wieder. Das würde ich natürlich wieder mitnehmen, um daraus Weizen zu machen. Auf jeden Fall. Okay, ich warte noch kurz ab und dann geht's nochmal weiter. Ein bisschen was finden. Direkt erstmal das Dorf geflutet. Sehr gut, ausgezeichnet. So muss das ja. Okay. So, aus dem Stroh kriegt man ja auch extrem viel. Ja, das ist richtig gut. Also Stroh ist richtig gut, muss ich sagen. Das ist auch noch Gold. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, also ich habe jetzt recht viel Brot tatsächlich. Lieben wir. Ich bin einfach hier oben jetzt, ne? Boah, ich darf nicht sterben, ne? Ich darf auf gar keinen Fall sterben. Hast du so viel cooles Zeug? Naja, ich habe halt richtig viel Brot, ich habe richtig viel Fleisch, ich habe richtig viel Holz, Stein, Eisenklumpen, zwei Smaragde. Ja, okay. Also ist schon nicht schlecht. Was ist das da? Ist das Spinnennetz oder was ist das da? Okay, das ist das Spinnennetz. Okay, ach so, das ist immer noch Teil der Mine. Okay, deswegen ist auch... Aus dem Grund finde ich auch Gold hier. Okay, alles klar. Ja, wir könnten hier nach unten, aber... ich darf ja nicht, weil ich bin auf einer Mission für Danja. Mhm, ich will einen Sattel. Ich arbeite heute für Danja. Ich finde, es hätte dich auch schlechter treffen können. Ja, alles gut. Also die Mission, die gefällt mir gerade. Ist vielleicht auch mal nicht so gefährlich. Ich weiß es nicht, je nachdem, wo du halt danach suchst. Es gibt Sättel auch in Dungeon. Ja, aber wo finde ich jetzt einen Dungeon? Keine Ahnung, Karl. Ja, danke. Okay, gleich ist es auch schon wieder dunkel dann, ja? Mhm. Heute geht die Zeit aber schnell um, muss ich sagen. Ja, ist echt so. Aber ding, dadurch, dass ding, die Welt ding, jetzt schön groß ist, werde ich jetzt hier auch ein bisschen weiterlaufen. Okay, sollen wir aber vielleicht schlafen dann, ja? Wäre nicht schlecht, ne? Okay, ich bin im Bett. Also ich muss schon sagen, Leute, Minecraft macht mir momentan sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, das wird merkt auch, man gar nicht. Das wird auch etwas länger anhalten. Oh, ich habe auch ein Portal gefunden. Hast du? Mhm. Also ein altes Portal. Nicht, dass das Portal ist, was du gerade gefunden hast, weil ich bin jetzt hier auch in diesem Sumpfgebiet. Hast du Kürbisse gesehen? Ja. Oh. Aber... Du kannst mal gucken, weil mir das Portal ist ja bei einem Dorf direkt. Also dann hättest du auch das Dorf gefunden. Ich habe ein neues Portal gefunden und auch mit neuen Sachen. Sehr gut. Ist da ein Sattel dabei? Leider nicht, nö. Das tut mir leid. Sachen kann ich ja hier reintun. Solche Bambus brauche ich jetzt nicht. Das behalte ich. Okay, der Rest bleibt bei mir. Das ist aber sehr gut. Vielleicht finde ich ja einen Tempel. Wir sind wieder in der Wüste und wir haben lange keinen Tempel mehr gefunden. Gibt es in der Wüste denn so oft Tempel? Ja, nicht oft.
Also es ist auf jeden Fall zurückgegangen. Früher hast du viel, ich hatte das Gefühl, früher hast du viel öfters Tempel gefunden. Mittlerweile nicht mehr so. Das ist gut, da ist dieser Berg. Das ist ja cool. Was ist das denn für eine coole Struktur? Oh mein Gott, das ist ja cool. Ist auch tief nach unten. Aber das Haus da. Also ich muss schon sagen, so die Strukturen hier, die sind echt nicht ohne. Ja, wir finden auf jeden Fall viel, viel Stuff hier. Also viele unterschiedliche Dinge. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ist auch gut, dass wir vielleicht mal ein bisschen in eine andere Richtung gelaufen sind als sonst. Mhm. Ja, wir hatten ja da die Dörfer gefunden. Das war halt der Grund. Ja. Ich schau mal gerade. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Ich habe mir halt so Tische. Ich glaube, ich nehme mir davon mal einen mit. Für mein Haus. Würde ich irgendwie schick finden. Ach so, das ist einfach eine Druckplatte und ein Zaun. Na gut. Ja. Wie sieht der Tisch dann aus? Dann werde ich das einfach hier lassen. Das kann ich ja durchaus selber bauen. Okay, aus der Wüste geht es dann wieder in ein Canyon. Oh, ein Hase! Mein Problem ist jetzt nur, ich hätte eigentlich gedacht, ich bin hier auf dem Rückweg quasi. Bist du aber I'm not. Nein. Ich bin einfach mal wieder irgendwo. Es ist hier schon wieder so ein cooles Biom, aber es hilft mir nicht weiter. Okay, Danja, kann es sein, dass ich vielleicht dein Dorf gefunden habe? Wäre schon cool. Also ich sehe gerade ein Dorf. Auch genau das, was du beschrieben hast. Aber war bei diesem Dorf auch ein Canyon? Nee. Ich bin ja nicht in der Wüste. Okay, dann ist das vielleicht ein neues Dorf tatsächlich. Hier sind auch Kühe. Ganz viel Hühner. Hallo, was ist denn los hier? Ich brauche Holz. Okay, das scheint ein neues Dorf zu sein. Ja, ich glaube nicht, dass du irgendwo bei mir bist. Weiß ich nicht. Ich guck gerade mal, weil ich bin ja noch im Dorf, aber ich sehe dich nicht. Ich dich auch nicht. Und hier ist auch noch ganz viel Heu und so. Und das scheint ein neues Dorf zu sein. Also könnte die Chance sein, dass wir hier da einen Sattel finden. Da einen Sattel finden. Und hier ist auch sehr viel Proviant. Also darf ich auch nicht sterben. Danja! Ja, hast du einen Sattel? I got it. Nein! Ich habe einen Sattel gefunden. Let's go! Nein! Ja. Was? Nein! Ich habe den Sattel. Okay, jetzt musst du natürlich noch mich finden. Alles klar. Also ich werde auf jeden Fall zurück zur Base gehen. Ja. Und das Dorf ist eigentlich auch nicht schwer zu finden, wo ich gerade bin. Ja, das Problem ist, ich bin halt echt irgendwo gerade. Ich bin wirklich einfach irgendwo. Okay, dann bring bitte den Sattel in die Base, damit der sicher ist. Mach ich jetzt. Also das Dorf ist auch, wie gesagt, das ist einfach zu finden. Aber dass genau in diesem Dorf auch ein Sattel ist, ne? Das ist richtig witzig, weil wir hatten ja noch nie einen Sattel in irgendeinem Dorf. Ja, das ist schon gut. Aber das scheint auch so ein bisschen, also, das ist ein gutes Dorf. Und es ist auch ein Sattel und kein Rossharnisch, ne? Mm-mm, es ist ein Sattel. Und geil. Siehst du, da gibst du mir eine Mission und ich direkt... Sehr gut, ich bin richtig stolz auf dich, Khan. Ich bin das auch ein bisschen stolz auf dich. Das macht mich gerade richtig, richtig happy. Ich würde jetzt nur echt gerne wieder zurück zur Base kommen können. Oh. Und das am besten ohne meinen ganzen Stuff zu verlieren. Da ist richtig viel, also nicht richtig viel, aber da ist Eisen da unten. Okay, warte mal, das würde ich gerne schon noch mitnehmen. Auch wenn es ein bisschen risky ist, aber... Hier sind auch nicht so viel Kisten, komm, muss ich sagen. Okay, jetzt wäre halt irgendwie so Dreck oder sowas ganz gut, aber dann nehme ich einfach ein bisschen Holz davon oder Stein, davon habe ich ja gerade recht viel. Autsch. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Jetzt habe ich mich erschrocken, aber ist alles gut. Okay, ich denke, ich bleib mal kurz hier, ob sich das nochmal lohnt, hier hinzukommen. Oh, was ist das denn für ein schönes Haus? Leute, was ist das für ein Haus? Ich baue hier gerade Eisen ab, Khan, just so you know. Ja, alles klar, sehr gut.
Oh, guck mal, hier ist so eine Steinsäge. Und damit kann ich auch so Bruchsteintreppe und sowas machen. Das ist ja cool. Okay. Ja, ich bin hier halt gerade echt in so ein... In so ein Loch quasi reingegangen. Dieses Dorf muss ich definitiv nochmal zurück, aber ich bin gerade voll, was mein Inventar voll. Und so angeht. Alles voll. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal wieder zurück. Ja. Also, wir schließen diese Folge ab mit erfolgreicher Mission. Ich habe den Sattel für Danja gefunden. Habe ich den auch mitgenommen? Yay! Ich hoffe. Ja, da ist er. Okay. Ich bin schon ein bisschen stolz dann, ja? Ja, ich auch. Soll ich gleich mal versuchen, irgendwie noch zur Base zurückzukommen? Ja, versuch mal bitte zur Base zurückzukommen. Ja. Du bist ein bisschen lost, ne? Ich bin komplett lost. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist auch vollkommen unübertrieben. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, ja, ich finde mich wieder zurück, aber... Was ist das denn hier jetzt? Oh, ich krieg die Krise. Ich muss ein paar Sachen loswerden. Komm, das brauche ich nicht. Oh, dang it, ey. Haben wir nicht irgendwann mal aufgeschrieben, was die Koordinaten sind? Ja. Kann ich dir, glaube ich, auch sagen. Und zwar... Obwohl, nö, haben wir nicht aufgeschrieben. Top. Sehr gut. Ich habe das Portal aufgeschrieben, aber... Oh, verdammt, ey. Es tut mir leid. Ja, aber das Portal ist doch... Das Portal ist doch... Ja, aber in der Hölle habe ich das aufgeschrieben. Oh. Nicht auf der Oberwelt. Sorry, müssen wir gleich noch vielleicht machen. Aber ich bin ja gleich in der Base. Okay, ja, wenn Leute, du in der Base ich bist. Denke... Für heute reicht das auch erstmal. Okay, hier ist der Weltrand auf jeden Fall. Den habe ich gefunden. Okay. Also ich brauche jetzt erstmal ein bisschen hier Brot. Davon habe ich ganz viel. Ja, wir müssen definitiv zurück zur Base. Wir haben so viel wichtiges Zeug. Mhm. Also wenn jetzt einer von uns beiden stirbt, dann fange ich echt an zu heulen. Das ist kein Witz. Also ich versuche, also in dieser Folge, ich werde sie noch beenden, indem ich jetzt zur Base komme. Mhm. Dann habt ihr zumindest den Beweis, dass wir es geschafft haben. Also eine Person. Ja. Und ob es dann ja schafft, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Oh. Ich hoffe es, aber ich kann es nicht garantieren. Ich weiß es nicht. Zumindest hast du ein Bett. Ja, das ist schon mal viel wert. Ja. So, ich muss jetzt einmal hier lang. Und die Sonne geht auch wieder unter, Danja. Wollen wir dann gleich nochmal schlafen und damit dann die Folge beenden? Ja, können wir machen. Ja, ich wollte eigentlich zur Base zurück. Also lass mich noch zur Base zurück. Achso, okay, dann geh du mal noch zur Base zurück. Dann werde ich die Folge beenden. Aber oh, jetzt regnet's. Wir können aber, glaube ich, schon... Wir können schon schlafen, Danja. Ja. Okay. Let's go. Gut. So. Also eigentlich bin ich ja schon wieder gerüstet für die Hölle. Bist du das? Also eigentlich schon. Warum ist jetzt hier so viel... Achso, da muss ich lang. Okay. Ja, okay, das Dorf ist doch ein bisschen weiter weg. Also muss ich nochmal nachdenken, ob ich in diese Richtung komme. Es wäre cool, wenn wir halt so Flügel hätten, ne? Wenn wir fliegen könnten. Das wäre tatsächlich ziemlich cool. Oder wenn ich mich einfach zu dir teleportieren könnte oder sowas. Ja, aber im Überlebensmodus geht das nicht. Geht das nicht. Wir wollen ja jetzt hier nicht cheaten, ne? Nee. Ich habe aber echt ganz schön viele coole Sachen. Ja, ich auch. Und aus dem Grund möchte ich jetzt auch schnell zurück. Ich konnte mich ja noch erinnern, dass wir recht lange auf dem Wasser gefahren sind. Deshalb fahre ich jetzt auch einfach mal auf dem Wasser. Ja, mach das. Ich habe jetzt noch keinen Lachs mitgenommen, aber sorry. Ich muss jetzt auch einfach mal jetzt auch hier zurück. Mann! Ich bin mir sehr sicher, dass wir hier nicht waren. Verdammt. Okay, ja. Ich bin komplett verloren. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, sorry, tut mir leid. Ich bin das erste Mal so richtig. So ein bisschen weit weg, aber...
Ja, gut, dann werde ich mich mal auf hohe See begeben. Also sonst weißt du ja, okay, wenn du eigentlich zum äußeren Rand kommen könntest, ne? Also es ist ja so, dass die Base ist ja in der Mitte sozusagen von dieser Weltbarriere, ne? Ja. Das heißt, du musst eigentlich nur zu einer Kante und von dort aus dann sozusagen diagonal, weißt du? Es ist halt nicht so einfach. Ja, ich weiß. Glaube ich. Weil die Welt auch mittlerweile ziemlich groß ist. Mhm. Ich habe keinen Dunst, wo ich bin. Ja, okay. Also warte, vielleicht am Anfang der Folge hätte ich mich noch zurückgefunden, aber ich habe mich so verwurstelt überall, dass ich gar keinen Plan mehr habe, wo es lang geht. Ja, das tut mir natürlich ein bisschen leid. Das ist schon okay. So, aber Leute, ich sag wie es ist, es war ein voller Erfolg, die Mission von Danja durchzuführen. Also die Challenge zu machen, sozusagen einen Tag das machen, was Danja von mir möchte, voller Erfolg, sage ich euch. Warte mal, ich glaube... Was? Hier waren wir definitiv. Hier waren wir. Also ich bin auf dem Rückweg auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Weil hier sind wir lang gelaufen zusammen. Vielleicht schaffe ich sogar doch noch Kahn, weil hier diese komische Formation ist. Alter, ich glaube, ich könnte es hinkriegen. Ja, ich glaube, ich könnte es irgendwie hinkriegen. Okay, ich sehe auch schon unseren Turm und das Lagerfeuer. Okay, da vorne ist noch ein bisschen Eisen. Das nehme ich natürlich sehr gerne noch mit. Ey, vielleicht... Also ich weiß nicht, ich glaube, heute in der Folge werde ich es nicht mehr schaffen. Weil es doch ein recht weiter Weg war, glaube ich. Mhm. Hast du eigentlich noch dein Pferd? Nein, das kommt ja nicht mit. Ja, das ist ja das Problem. Aber hier ist auch kein Pferd, ne? Ja, ich komme dann einfach wieder hier hin und dann... Ja, super. Wieder schon. Dann kannst du dich nochmal verirren und ja. Ja, aber dann habe ich mich halt mit einem Pferd verirrt. Das ist ja eine komplett andere Situation, okay, Leute, als mich alleine. Also ich bin jetzt in der Base zurück. Wir können es hier sehen, das Haus. Ich muss mein Haus auch mal zu Ende machen. Also, das war die Challenge. Ich musste einen Sattel für Danja finden und ich habe es geschafft, Leute. Ich bin in der Base zurück und morgen geht es natürlich mit Minecraft Loser wieder weiter und wir hoffen, dass Danja bis dahin auch wieder zurück ist und wir müssen auch mal unsere Base verbessern langsam. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö.